Ich will nicht, ich sage einmal, mit einem Impfstoff geimpft werden, der in einem Land hergestellt wird, wo irgendein Potentat sozusagen sagt, ich nutze jetzt auch das freigegebene Patent und mache jetzt auch Impfstoffe, die in der Qualität nicht entsprechen, wo keiner mehr kontrollieren kann, was da Sache ist. Aber warum kann es niemand kontrollieren? Aber gut, ja, dort kommen wir noch hin. Ich darf nicht schon überreacten. Wow, jetzt sind nur vier Leute drin, nicht sechs. Hey, hättet ihr doch mich eingeladen. Hey, come wunderbar, on. Schön, dass ihr es einrichten konntet. 13 Fragen, wann ladet ihr mal mich ein, ey? Da fehlen euch eh Leute, es kommt eh niemand mehr zu euch. Komm, ladet mich mal ein. Open Mind habt ihr auch schon eingeladen. Und ich habe Open Mind in einer Diskussion, komm, ladet mich auch ein, was ist los? Vielen Dank dafür. Heute Corona-bedingt seid ihr mal nur zu viert auf dem Feld. Passt ja auch ganz gut zum Thema. 13 Fragen, hier kommt die erste. Müssen wir Impfpatente freigeben, um die Corona-Pandemie zu beenden? Wenn ihr sagt, ja, es ist zwar hart, aber notwendig, dann würde ich euch bitten, geht bitte aufs grüne Feld. Und wenn ihr sagt, nein... Das ist die falsche Frage. Ich würde sagen, wir müssen Patente freigeben, damit Leute nicht am Leid anderer einfach Geld verdienen. Wir sollten Patente freigeben, damit sich nicht irgendwer hinstellt und einfach sagt, na, wenn ihr nicht sterben wollt, dann lass mich dir das Medikament verkaufen. Wir teilen nicht das Wissen zu Medikamenten mit euch. Nein. Wenn das schadet vielleicht sogar, dann bitte aufs gelbe Feld. Und bitte. Vielen Dank. Jetzt wissen wir, wo ihr steht. Aber wo steht ihr eigentlich? Wir in Deutschland diskutieren ja gerade darüber, was Geboosterte dürfen und wann die vierte Impfung kommt. Und das, während Milliarden Menschen auf der Welt noch nicht mal ihre erste Spritze erhalten haben. Das birgt in allererster Linie natürlich Gefahr für die Gesundheit derjenigen, aber auch die Gefahr für neue Virusmutationen und damit für eine ewige Verlängerung der Pandemie. Ja, die Diskussion lautet eher, was ist wichtiger, Geld oder Menschen? Genau, das ist einfach das, worum es geht. Impfdosen müssen also und schneller... Und die Antwort ist ganz klar, Geld. Zu denjenigen Menschen, also die das mich, Pech haben, nicht in einem reichen Land zu leben. Soweit sind sich viele weitgehend einig. Die Frage ist aber, wie kriegen wir das hin? Und das diskutieren wir nicht nur bei 13 Fragen, das wird gerade weltweit diskutiert. Deswegen werde ich auch nicht eingeladen. Genau, deswegen werde ich auch nicht eingeladen, weil wenn ich sowas dort sagen würde, stell dir vor, die laden mich ein und das Erste ist, er sagt so, okay, wo positioniert und Moment, die Fragestellung ist schon grundsätzlich, aber warte mal, wir wollten uns nur mal positionieren. Nein, niemand wird sich hier positionieren, bis wir die Dinge nicht dorthin führen, wo sie eigentlich hingehören, nämlich wir sie beim Namen nennen, Geld oder Leben. Es geht um Geld oder Leben. Ja, Geld oder Leben. Und ich stelle mich auf die Seite von Leben. Ja, wer stellt sich mit mir auf die Seite von Leben? Und plötzlich hast du vier Leute auf einer Seite und niemanden auf der anderen, wenn du die Frage anders formulierst. Ist doch ganz einfach, sagen die einen. Gebt die Impfpatente frei. Bringt das Know-how und die Technologie dorthin, wo Impfstoffe gebraucht werden und wo man Impfstoffe produzieren muss. Naja, so einfach ist es nun auch nicht, sagen die anderen, denn das würde die Forschung radikal ausbremsen. Und wer sollte noch Innovationen entwickeln, wenn er weiß, am Ende wird eh alles verschwinden? Ja, also wer macht denn das? Ja, der Staat zum Beispiel. Fronten sind geklärt. Die Frage heute wird sein, schaffen wir es, Brücken zu bauen? Also gibt ich es sehe, eine das Art wird schon aufregen, vielleicht sogar einen Kompromiss. Das werden wir am Ende dieser Folge sehen. Jetzt erstmal die Frage an euch, wo würdet ihr euch positionieren? Auf dem grünen oder auf dem gelben Feld? Und warum? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Jetzt geht's los. Grundsätzlich gilt wie immer, wenn ihr der Gegenseite in einem Punkt zustimmt, dann könnt ihr gerne einen Schritt auf sie zugehen. Wenn ihr sagt, grundsätzlich finde ich gar nicht so schlecht, was du sagst, aber in dem Fall, das ist totaler Quatsch, könnt ihr auch gerne einen Schritt nach hinten gehen. Mein Ziel am Ende dieser Folge sollte es sein, möglichst viele von euch hier vorne in der Mitte im sogenannten Kompromissfeld zu versammeln. Aber ist das nicht irgendwie so ein Szeneclub, wo sie da drinnen sind? Es schaut ein bisschen wie so ein Szeneclub aus. Also so... Keine Ahnung, so eine Partyhalle. Sehen, ob ihr das heute hinkriegt. Weil schau, da hinten ist die Bar. Das ist eindeutig eine Bar. Das ist irgendwie, das schaut so aus wie bei uns die ganzen versifften Läden, in die ich früher gerne gegangen bin. Ja? Ich bin sehr gespannt. 13 Fragen. Hier kommt Frage Nummer 2 und die geht an Stefan. Du hast ja einen relativ guten Überblick über die internationale Gesundheitslage, auch nicht zuletzt in ärmeren Ländern. Ist ein Club, oder? Warum ist es aus deiner Sicht so wichtig, die Patente freizugeben?
Wir werden aus der Pandemie nicht rauskommen, wenn nicht weltweit viel, viel mehr Menschen oder auch alle Menschen im Grunde genommen Zugang zu Impfungen haben. Und momentan brauchen wir einfach mehr Impfstoff. Wir brauchen ihn jetzt, schnell. Aber die Hersteller kommen mit der Produktion nicht nach. Die Freigabe von Patenten wäre ein Instrument, mit dem man ermöglichen würde, dass mehr Hersteller Impfstoffe produzieren könnten und somit auch mehr Impfstoff zur Verfügung stehen würde. Aber wir befinden uns in dieser Pandemie in einem absoluten Ausnahmezustand und wir müssen hier wirklich jedes Instrument nutzen, das uns zur Verfügung steht. Und die Kosten, die Corona für die Menschen weltweit bedeutet, für die Wirtschaft, aber auch für die persönliche Gesundheit, sind so hoch, dass sie tatsächlich Gewinn- und Profitinteressen in den Schatten stellen. Klingt doch wahnsinnig plausibel, Manfred. Warum stimmst du nicht zu? Ich stimme deshalb nicht zu, weil ich in der Sache zwar grundsätzlich die Ansicht teile, dass wir dieses Problem nur lösen können, wenn wir weltweit tatsächlich allen Menschen eine Impfung zukommen lassen. Das bedeutet, wir müssen tatsächlich in kurzer Zeit Milliarden von Impfdosen produzieren. Aber dabei muss sichergestellt sein, Wirksamkeit, Unbedenklichkeit und die pharmazeutische Qualität dieser Impfungen. Was hat das mit der Kohle und den Profiten zu tun, Bruder? Das hat ja nichts damit zu tun. Weißt du? So. Ist niemandem geholfen, wenn wir, ich sage mal. Siehst du, und das ist das Problem an Kapitalisten. Sie reden sich immer raus. Sie stehen sich immer hin und sagen einfach, ach, wir müssen die Qualität und die Innovation sicherstellen. Ja, aber warum muss euch das alles gehören? Ja, damit die Leute motiviert sind. Aber die Leute, die für euch arbeiten, ihnen gehört das ja nicht. Ja, aber damit wir motiviert sind, dass wir ihnen sagen, strengt euch an, ihr Pisser, ja. Ja, gib ihnen doch alles, vielleicht sind sie dann motivierter. Wie wäre es damit? Zwei drittklassige Impfstoffe haben, die nicht nach den Regularien, wie wir sie kennen, hergestellt werden. Wir sollten die Impfpatente nicht freigeben, weil diese Patente die Grundlage dafür sind, dass wir diese Pandemie überwinden werden können. Erst mit Hilfe dieser Patente konnten wir Impfstoffe in den Markt, in die Therapie einführen und das muss konsequent fortgesetzt werden. Jetzt argumentieren ja zum Beispiel Unternehmen, wenn wir jetzt Patente freigeben, dann verlieren wir das Vertrauen in Patente insgesamt und keiner hätte mal Lust, irgendwas Innovatives herzustellen. Haben die Unternehmen recht? Ich glaube, die haben recht. Wir müssen uns daran erinnern, dass beispielsweise das Mainzer Unternehmen... Ja, schau mal, da ist auch Steve Jobs dabei, nice. ...das diesen berühmten Impfstoff entwickelt hat. Im Grunde in seiner Entwicklung, es ging ja zunächst um Tumorimpfstoffe, eigentlich schon so etwas wie am Abgrund stand. Und erst über das Investment von Privatpersonen ist dieses Unternehmen in die Lage gekommen, weiterzuarbeiten und weiter zu forschen, um dann im richtigen Moment diesen Impfstoff zu entwickeln. Das Investment hätte auch jeder andere tätigen können. Warum müssen das Privatpersonen sein? Außerdem waren sie es nicht, das ist mal das andere. Aber so, okay, warum müssen das Privatpersonen sein, ist die wichtigste Frage. Das stimmt doch einfach nicht, ja. Es geht darum, sich an der Gesundheit der Menschen zu bereichern, ja, voll. Hätte es damals die Perspektive nicht gegeben, dass wenn da was rauskommt, das auch patentgeschützt ist, hätten wir den Impfstoff nicht zur Verfügung. Daran müssen wir uns erinnern, ja. Wer nimmt das Risiko in die Hand, gerade im pharmazeutischen Bereich? Wir alle nehmen das Risiko. Während Patente zurückgehalten werden, haben wir das Risiko, dass wir nicht genug Impfungen haben und Leute sich anstecken und sterben, ey. Wer nimmt das Risiko? Welches Risiko hast du? Das Risiko, dass du nicht eine Milliarde verdienst, sondern 10 Milliarden, so, was ist das Risiko, Digga? Wo die Trauben hochhängen, ja? Das Risiko einzugehen, viel Geld in die Hand zu nehmen, um etwas zu entwickeln, wenn er am Ende nicht auch die Möglichkeit hat, daran sozusagen zu verdienen. Aber also, was du sagst ist also, das Patent ist nicht das Problem, sondern Teil der Lösung. So ist das. Yvier, gehst du einen Schritt auf ihn zu? Gerade bin ich ein paar Schritte eher zurückgegangen, aus dem Grund, weil ich nicht glaube, dass es nur die Investitionen Einzelner sind, sondern dass es ja schon auch die öffentliche Hand ist, die Forschungseinrichtungen finanziert. Dass es auch sehr. Hallo, die öffentliche Hand hat nicht nur die Forschung finanziert. Hallo, ihr hättet keine Ausbildung gehabt ohne die öffentliche Hand, hättest du keine Krawatte an, Junge. Und Brille auch nicht. Ohne die öffentliche Hand wäre keiner von diesen Wissenschaftlern da, hätte eine Uni gehabt, hätte keine Straßenbahn gehabt, um zur Uni zu fahren, hätte keinen Strom gehabt, damit er seine Bücher lesen kann. Hör auf da mit privat, geh weg. Sehr, sehr viel Grundlagenforschung braucht, die nicht einzig und alleine über Pharmaunternehmen finanziert wird. Deshalb kann ich tatsächlich da nicht in Gänze mitgehen.
das Beispiel Patente. Weil da wird immer so geschaut. Es wird immer so geschaut. Es wird immer so. Und keine Innovationen ohne Grundlagenforschung, die der Staat finanziert sowieso. Kein Privatunternehmer würde jemals Grundlagenforschung betreiben. Der Punkt ist, die Infrastruktur wird immer außer Acht gelassen. Es ist immer so. Wir haben uns was kosten lassen, weil wir nämlich Wissenschaftler hingestellt haben und einfach Geld auf sie geworfen haben. Nicht viel Geld, nicht so viel, wie viel wir dann kassieren. Also wir haben nicht fair mit ihnen geteilt, müsst ihr ja verstehen. Sondern wir haben einfach ein bisschen so Geld auf sie geworfen, dass sie gerade am Laufen gehalten werden, ja? Also einfach am Laufen gehalten werden. Das ist einfach, wir haben so lange Geld auf sie geworfen, damit sie einfach fucking weiterlaufen und einfach das tun, was sie da tun, nämlich erfinden. Aber dahinter steckt noch das ganze System. Wer hat diese Leute ausgebildet? Wer hat diese Leute dahin gebracht, dass sie überhaupt fähig sind? Wer hat das alles gemacht? Ja? Digga. Impfen und globale Gerechtigkeit beim Thema Corona ist ein weiteres Beispiel, was zeigt, dass koloniale Strukturen unsere Gesellschaft weiter durchziehen. Und ich wünsche mir, dass wir dieses Thema angehen auf vielen verschiedenen Ebenen. Und über Patente zu diskutieren und was für alternative Möglichkeiten es gibt, ist auf jeden Fall ein Weg und ein wichtiger Schritt von vielen. Und ich finde hier, die kolonialen Strukturen gehen zu weit. Also jetzt den Punkt darauf zu legen, finde ich falsch, rhetorisch. Ja, es ist nicht falsch, es wird kolonial ausgenutzt, es wird ein kolonialer Druck ausgeübt, es wird tatsächlich so eine Art kolonialer Druck ausgeübt auf die Staaten im globalen Süden durch den globalen Norden und Westen, weil wir sozusagen die generierten Medikamente zuerst uns zukommen lassen und nicht ihnen. Das ist auf jeden Fall klar. Aber ich glaube, dass der kapitalistische Standpunkt da viel wichtiger ist, weil selbst in Ländern wie zum Beispiel den USA sind die Menschen, die am meisten an Corona gestorben sind, arme Menschen, weil die einfach keine Krankenversicherung haben und dann sich nicht impfen lassen und dann einfach nicht zum Arzt gehen, wenn sie krank sind und. So dass einfach viel, viel öfter, das ist wirklich eine Armutsfrage, es ist eine Klassenfrage. Dieser ganze Virus, ja. Und ich finde, da auf die kolonialistische Seite zu gehen, des Kolonialismus, die jetzt definitiv auch ein Problem ist, muss ich sagen, ist hier die total falsche Rhetorik, weil sehr viele Leute werden einfach sagen, so, ja, du setzt dich jetzt irgendwie gegen Kolonialismus ein, was ist mit den armen Menschen? Und du könntest eigentlich, wenn du dich für die armen Menschen einsetzt, sowohl den Punkt des Kolonialismus anbringen, wie auch, dass du nicht trennen musst zwischen denen, die kolonialisiert wurden und den armen Menschen hier. Du könntest sie actually verbinden in deiner Argumentation. Und deswegen finde ich das nicht richtig, dass sie so argumentiert. Ich sehe natürlich den Aspekt, dass es sehr, sehr wichtig ist, Anreize zu schaffen. Aber ich glaube eben, im Zentrum sollte das Menschenrecht auf Gesundheit am Ende immer stehen und nicht die Profitmaximierung. Und ich glaube, wir bewegen uns da auf so einem Spektrum von sehr, sehr viel Gewinn und Patente freigeben bedeutet nicht gar kein Gewinn mehr für Pharmakonzerne, sondern eben weniger. Und deshalb kann ich, glaube ich, nicht so richtig vorgehen. Ich kann es argumentativ nachvollziehen, bin aber nicht ganz bei dir. Aber Bernhard ist schon einen guten Schritt nach vorne gegangen. Warum? Es ist absolut richtig, dass wir ein Menschenrecht auf Gesundheit haben. Es ist absolut richtig, dass wir für alle Zugang zu Impfstoffen brauchen, und zwar schnell. Das ist nicht nur internationale Solidarität, sondern es ist das Eigeninteresse, damit die Pandemie schnell zu Ende kommt. Da ist, glaube ich, ein großer Konsens. Die Frage bei den Impfstoffpatenten ist wirklich die Abwägung zwischen Investitionsschutz und Innovationsschutz gegenüber viel mehr produzieren. Und wir sagen, dieser Innovations- und Investitionsschutz ist der Schlüssel dafür, dass wir weiter forschen an Medikamenten. Glauben diese Leute, also ich frage mich die ganze Zeit, glauben die Leute das wirklich? Oder wiederholen sie einfach das, was ihnen irgendwer eingeblabbert hat, nämlich so Investition und Innovation kommen aus privater Hand und sonst alles funktioniert nicht. So, haben sie sich das einfach so einreden lassen?
Haben Sie sich das einfach einreden lassen oder glauben Sie wirklich daran? Also so, oder stehen Sie da und denken sich so, das ist alles ein Scheiß, aber ich profitiere davon, also rede ich. Und ich glaube, der Linke, der vorher dran war, ich glaube, der glaubt nicht daran, aber er redet einfach so, weil er weiß, einfach so Profit über Menschen, Scheiß drauf. Ja. Reiten vielleicht nur über den Weg dahin. Und wir sind der Meinung, also die Bundesregierung ist der Meinung, dass wir andere Instrumente nutzen müssen, um diesen weltweiten Zugang zu Impfstoffen zu gewährleisten. Und zwar Wer bist du? Referatsleiter was? Globale Gesundheitspolitik im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Okay, alles klar. Trotzdem bleibt noch meine Frage. Ich bin mir echt nicht sicher, ob er weiß, was er redet oder ob er nur glaubt, was er redet. Aber okay. Ja. Vielleicht nur über die. Die haben BioNTech im Portfolio, die müssen so reden. Vielleicht. Den Weg dahin. Und wir sind der Meinung, also die Bundesregierung ist der Meinung, dass wir andere Instrumente nutzen müssen, um diesen weltweiten Zugang zu Impfstoffen zu gewährleisten. Und zwar schnell und für alle. Jetzt sagt aber, wenn ich euch beiden richtig verstanden habe, sagt ihr ja, grundsätzlich wollen wir natürlich Patentschutz und Schutz von geistigem Eigentum weiter aufrechterhalten. Aber wir haben eine weltweite Ausnahmesituation. Jetzt springt über euren Schatten und macht für ein paar Monate die Patente frei und dann schauen wir weiter. Ja, Sie können ich glaube, nicht. Dieser Kapitalismus ist kein Schatten, Freund. Das ist einfach genau das. Springt über euren Schatten. Der Kapitalismus ist kein Schatten, er ist eine Krankheit. Du kannst nicht über diese Krankheit drüber springen. Genauso wenig, wie du über einen Schatten springen kannst. Okay? Er ist einfach lost. Du kannst nicht über diesen Schatten springen. Dieser Schatten muss sich von Grund auf ändern, in seiner Logik. Ja. Ausnahmesituation, die ist unzweifelhaft da. Und es gibt ja in dem internationalen Rechtsrahmen, dem TRIPS-Abkommen, auch dafür Vorschriften, dass ärmere Länder in Ausnahmesituationen diese Patente freigeben. Ja, also ein Das TRIPS-Abkommen regelt geistige Eigentumsrechte, es steht hinter mir, ich lese es euch vor. Das TRIPS-Abkommen regelt geistige Eigentumsrechte in den Mitgliedstaaten der Welthandelsorganisation. Ziel des sogenannten TRIPS-Waiver-Antrags ist es, Patente für die Bekämpfung von Covid-19 temporär auszusetzen. Waiver ist die Diskussion. In dieser Situation würde es aber nicht helfen, alleine. Wir brauchen viel mehr. Und das ist eigentlich das Ärgerliche an dieser Diskussion. Wir versteifen uns auf die Frage Patente und verlieren darüber hinaus den Blick darauf, was denn eigentlich noch notwendig ist. Ein Beispiel. Niemand ist geholfen, wenn ein Patent freigegeben würde. Es würde in einem afrikanischen Land produziert und es gibt keine Behörde, die diesen Impfstoff testen und zulassen kann. Weil die können wir einfach nicht eröffnen. Versteht ihr das? Weil wir können zwar die Patente wegnehmen und in Afrika das herstellen lassen, aber wer kontrolliert das in Afrika? Hallo? Glaubst du, wir können dort ein Kontrollinstitut installieren, dass wir zum Beispiel so, wie wir die Patente überwachen, dass wir dann einfach sozusagen die Ergebnisse der Produktion überwachen? Nein, also Patente überwachen, dafür haben wir die Ressourcen. Die Impfstoffe, die hergestellt werden, zu überprüfen, das kriegen wir fucking nicht hin. Das ist einfach nicht möglich. So, we can do that. So, wir können einfach nicht hingehen und das Ganze prüfen, einfach, ob sie da irgendeinen Scheiß bauen oder nicht. So, das ist vollkommen unmöglich. Woher das Geld nehmen? Woher die Menschen nehmen? Was? So, weißt du? Und das ist ein Beispiel dafür, dass wir viel mehr tun müssen, als nur die Patente freizugeben. Gut, aber viel mehr tun, aber als nur heißt ja auch die Patente freigeben. Ja, und da sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Damit zerstören wir wieder das Vertrauen in dieses Patentsystem. Deswegen sagen wir. Welches Vertrauen ins Patent? Wer hat Vertrauen ins Patentsystem? Wer hat Vertrauen? Was haben Patente mit Qualität zu tun? Patente haben was mit Eigentum zu tun. Patente haben was mit Gewinnen zu tun, mit Profiten zu tun. Aber nicht etwas mit Qualität. Die Qualität muss sowieso nachher gewährleistet werden. Unabhängig von dem, egal bei wem das Patent liegt, nachher musst du dich hinstellen und es zulassen durch eine Behörde, die sagt, geht das jetzt durch oder geht das jetzt nicht durch? Was hat das mit den Patenten zu tun? Nichts. Viel mehr tun plus freiwillige Patentfreigabe, das, was wir jetzt Patentpatenschaft oder Partnerschaft nennen, das ist etwas, was wir angehen müssen, aber eben nicht gegen die Unternehmen, sondern mit ihnen gemeinsam. Überzeugt dich das, Stefan?
Vieles ist richtig, was Bernhard gesagt hat, aber es überzeugt mich nicht. Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen zurückgehen an den Anfang. Also wir sprechen ja nicht davon, dass wir sagen, Patente sollen jetzt überall flächendeckend freigegeben werden und es soll kein Patentschutz mehr bestehen. Der Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, der von über 100 Ländern weltweit unterstützt wird, unter anderem auch von den Vereinigten Staaten, das Abkommen, was Bernhard schon erwähnt hat, TRIPS, sieht vor, dass Länder die Möglichkeit haben, in der nationalen Gesetzgebung zu sagen, für die Dauer der Pandemie, für Produkte gegen Corona, es kann also auch Medikamente mit einschließen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil die werden jetzt immer wichtiger werden, gelten erstmal jetzt für die Dauer der Pandemie die Patente nicht. In Deutschland, in Europa, in der EU, in Nordamerika würden das die Staaten nicht machen. Also Deutschland würde jetzt nicht sagen, diesen Waiver, diese Ausnahmegenehmigung, die setzen wir jetzt in nationales Recht um. Das heißt also, in allen Industrienationen wäre noch genug Profit zu machen für die Pharmafirmen. Und das ist ja, momentan wird ausgerechnet pro Sekunde $1,000 Gewinn für die Hersteller der Vakzine, die wir momentan... Siehst du, wie das überhaupt nicht Thema ist? Siehst du, wie das überhaupt nicht Thema ist? Wozu machen sie die Profite? Es ist überhaupt nicht das Thema. Es ist einfach nur, wie können sie die Profite machen? Können wir ein bisschen von euren Profiten, bitte, 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 können wir sozusagen ein bisschen was von euren Profiten wegnehmen, damit wir überleben? Ein bisschen, gibt es so, ihr macht es nur noch ein Tausender pro Sekunde. Okay? Come on. Tausender pro Sekunde. Komm. Gebt uns einfach überleben. Weißt du, diese ganze Diskussion ist einfach lächerlich. Diese ganze Diskussion ist lächerlich. Gegen Covid-19 haben. Was man aber ermöglichen würde, ist, wenn man sagt, es gibt Länder, in denen es Produktionskapazitäten gibt, die auch auf einem gewissen, genau auf dem Standard, den wir brauchen, produzieren können. Die könnten sozusagen noch zusätzlich in die Produktion einsteigen und einfach das Angebot an Impfstoffen erhöhen. Direkte Antwort, danach kommt Evie. Ja, also ganz viel richtig. Und es wäre noch richtiger, wenn wir eine internationale Impfstoffknappheit hätten, die wir nicht mehr haben. Wir haben ein großes Verteilungsproblem, eine große Ungerechtigkeit im Zugang. Aber der Engpassfaktor ist nicht mehr, dass zu wenig Impfstoff produziert wird. Aber das Argument ist ja, wenn man Impfstoff an verschiedenen Produktionsstandorten herstellen könnte, dann wäre auch das Verteilungsproblem ein geringeres. Der Zugang ist in der Tat dort am niedrigsten, wo es keine Produktion gibt. Deswegen müssen wir das ändern. Wir streiten ja nur über freiwillig oder nicht freiwillig in Kooperation mit der Industrie oder gegen die Industrie. Antwort von dir. Für die Menschen oder gegen die Menschen wäre die Frage, aber bitte hau rein. Für die Industrie oder gegen die Industrie. Wo sind die Menschen in dieser Rechnung? Ich wollte so vieles beantworten. Ja, es gibt auch vieles zu beantworten. Wir haben ja auch verschiedene Perspektiven hier schon ausgetauscht. Ja, ich versuche mal das Ganze noch mal, also einen Schritt zurück oder eine Ebene nach oben. Und zwar durch die Brille von strukturellen Ungleichheiten, Rassismus und kolonialen Kontinuitäten. Weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das in dieser Diskussion nicht aus dem Blick verlieren. Dass es nicht aus Zufall passiert ist, dass diese Unternehmen in Europa sitzen, dass es da eine große Marktmacht gibt, sondern dass das Konsequenz ist kolonialer Ausbeutungsstrukturen. Es gab nicht immer Patentrechte, die integriert wurden in die WTO, sondern es ist eine Entscheidung, die getroffen wurde. WTO, Welthandelsorganisation, ja. Und auch nicht getroffen von Ländern des globalen Südens. So, sorry, es tut mir leid, sie hat recht. Sie hat recht. Aber seht ihr, wie schwach diese Argumentation ist? Seht ihr, wie schwach diese Argumentation ist? Versteht ihr, wovon ich rede, wenn ich einfach sage, es ist einfach eine extrem schwache Argumentation, die keinen Sinn ergibt? So, es gibt schon einen Sinn, aber es ist einfach die schwächste Argumentation, die du bringen kannst. Ja. Zwangsläufig. Aber das ist dieses Ding. Wir können gerne nachher über Linksliberale sprechen. Oder es ist vielleicht diese Person, die einfach so den Kapitalismus vor lauter Geldscheine nicht sieht. Oder ich weiß nicht, um was es geht. Ich verstehe nicht, warum diese Argumentationsposition, mit der hier niemand was anfangen kann. Es ist einfach eine Umlenkung auf ein vollkommen anderes Thema. Ja, nämlich die Benachteiligung. So, es klingt fast schon, als würde es darum gehen, dass man sich einfach hinstellt und einfach sagt, können nicht schwarze Menschen oder können nicht Menschen in anderen Ländern mit anderen Hautfarben einfach nicht
auch daran profitieren? Einzelne. Kann es nicht auch irgendwie so afrikanische, südamerikanische, asiatische Kapitalisten geben, die einfach extrem drüber stehen? Ja? Und das ist einfach ein bisschen das Problem hier. So, ich finde, diese Argumentation kommt nirgendwo an und bei den Zuschauern schon gar nicht. Ich glaube, so die meisten Rechten, die man damit abholen hätte können, wo man sich hinstellen hätte können und sagen, wie ungerecht das System ist, hat man jetzt nicht abgeholt, weil man gesagt hat, na, okay, super, statt gegen die Armut zu gehen oder gegen diese Ungleichheit und Profite, dies, das, setzt du dich jetzt sozusagen für irgendwelche kolonialisierten Menschen ein. Was soll das jetzt? So, und ich glaube, das ist einfach das falsche Argument ist. Es ist richtig, was sie sagt, aber es ist das falsche Argument zur falschen Zeit, an der falschen Position. Vielen Dank, Vienna Charisma. Gut geht an dich. Danke für die 10 Euro. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich grüße dich. Falls du später gedenkst zu streamen, bitte schick mir eine Nachricht, damit ich die Leute zu dir raiden kann. Falls du nicht streamst, liebe Leute, Vienna Charisma ist eine sehr gute Streamerin, die gute Musik auflegt und eine sehr gute Stimmung hat, im Gegensatz zu mir hier. Ich ziehe alle nur runter. Ich empfehle, zu folgen. Ihr könnt einfach auf ihren Namen klicken. Sie hat gerade was reingeschrieben. Ihr klickt einfach auf ihren Namen und dann könnt ihr ja. Die Nachricht, ja, ich werde meinen Anbieter wechseln, weil ich meine, dass mir das jetzt nicht das schöne Gedicht von Lecker Apfel vorliest, dass mir einfach so die Nachrichten vorgelesen werden, so von den Dings, das geht so nicht. Das ist einfach scheiße. Ich muss meinen Anbieter da wechseln. So, der mir diese Overlays hier macht. Ich muss das ändern. Das hat absolut keinen Sinn. Das ist irgendwie so, es reicht mir. Es ist einfach, dass da nichts gemacht wird. Das ist einfach scheiße. Ja, dass da nichts vorgelesen wird. Das ist echt ehrenlos von diesem Computer da. Ja. Weißt du, das muss ich ändern. Aber auf jeden Fall danke Janefield und danke Vienna Charisma. Danke euch beiden. Ah, da, Vienna Charisma, Isolde hat einen Link reingestellt. Bitte followen, ihr werdet es nicht bereuen. Es gibt gute Küche und gute Mucke. Ja. Einfach Knight Rider auf Fisch bestellt, gell? Ja, safe, wenn man jetzt die Kolonialismuskeule schwingt, machen viele direkt dicht. Genau das meine ich. Das ist das Problem. Es geht einfach nur darum, dass das Argument jetzt nicht angebracht ist, finde ich. Ja. Dann eben von starker Pharma-Lobby gelenkt, auch durch die USA und durch die Industriestaaten, die überhaupt dafür gesorgt haben, dass TRIPS erstmal Teil wird der WTO. Und ich glaube, das ist schon mal sehr, sehr wichtig, in der Kontinuität zu sehen, weil es gab damals schon Widerstände und damals schon Nichtregierungsorganisationen, Aktivistinnen, insbesondere aus den Ländern des globalen Südens, die das kommen sehen haben, was der Preis sein wird. Und der Preis sind am Ende Menschenleben. Und man sieht es sehr, sehr gut, wenn man nochmal zurückschaut und sich die HIV bzw. AIDS anguckt, was dort historisch passiert ist. Was ist passiert? Die Preise der entwickelten Medikamente waren einfach so hoch, dass in Konsequenz einfach sehr, sehr viele Menschen sich diese nicht leisten konnten. Und ich glaube, es ist einfach sehr, sehr wichtig, das im Blick zu behalten und da nicht so zurückzuschrecken und so zu tun, als wäre das schon immer so gewesen, sondern dass es Patentrecht gibt, ist eine Entscheidung, die getroffen wurde von einem bestimmten Teil der Welt und die so auch gewisse Machtverhältnisse kontinuierlich aufrechterhält. Und nicht ein bestimmter Teil der Welt, sondern ein bestimmter Teil des fucking Kapitals. Warum musst du Teilen einfach in die Teile der Welt, Teile einfach in die Schichten, Teile einfach in die Klassen, Teile einfach in die, die Kohle haben und die, die keine Kohle haben. Es kommt doch nicht darauf an. Ja? Darauf kommt es erst in zweiter Instanz an. Come on einfach. Come on, so alle von denen schauen so, interessanter Themenwechsel, darüber haben wir eigentlich nicht, hier geht es einfach um Geld oder Leben, hallo, wieso redest du jetzt einfach so darum so, sag einfach die Kack-Kapitalisten, Digga, ja genau. Und dann können wir in weiterer Folge reden, wie die Kapitalisten den ganzen globalen Süden einfach unterjocht haben, ja, für Profite. Erwin Class Reductionism? Nein, absolut nicht. Überhaupt nicht, sondern Fokus bei der Argumentation. Fokus bei der Argumentation. Kein Class Reductionism, nein.
Länder im globalen Süden auch angewiesen sind auf Initiativen wie COVAX oder Gavi, weil man sonst auch nichts machen kann, sozusagen. Aber diese Entscheidung haben sie nicht selbst getroffen. Da COVAX ist eine Initiative von der WHO und Partnerorganisationen, zum Beispiel Gavi, die Impfstoffdosen bei den Herstellerinnen bestellt und in Länder des globalen Südens verteilt. Ja. Ich reduziere nicht, ich fokussiere. Ja, schon. Weil du musst ja in einer Diskussion, überlegen, was ist das mein stärkstes Argument. Und in dieser Diskussion ist das stärkste Argument Kapitalismus. In einer anderen Diskussion wäre das stärkste Argument das, was sie bringt. Das musst du halt abwägen von Diskussion zu Diskussion. Du kannst nicht einfach die ganze Zeit immer mit einem Mindset rangehen und einfach immer das sozusagen daraus machen, was dir gerade gefällt. Weil es hat keinen Sinn, diese Unterhaltung über Impfstoffe, ja, das sich hier befindet, auf das hier auszuweiten. Das finde ich total falsch. Ich finde, diese Diskussion, die so ist, muss man so verhängen. Ja, die muss man von das auf das verdichten, nämlich auf Ausbeutung, Kapitalismus, Geld oder Leben, anstatt sie zu erweitern, ja, aber was ist jetzt mit Kolonialisierung in diesem ganzen Aspekt? Weil damit verwischst du sozusagen, was das Problem ist, statt das Problem zu fokussieren auf das, was das Problem ist. Ja, stattdessen erweiterst du das Problem und sagst, aber vergesst nicht, es gibt noch einen Aspekt. Und deswegen wirkt das einfach so verwirrend, dass man sich dann einfach hinstellt und einfach sagt so, alle sind jetzt da gestanden und haben gesagt, oh shit, jetzt wird ein noch größeres Thema aufgemacht, Kolonialisierung. Nein, bleiben wir bei den Impfstoffen, bleiben wir dabei, Geld oder Leben. Das ist die Diskussion, Geld oder Leben, das ist die Diskussion. Und wenn wir das ausdiskutiert haben, Geld oder Leben, können wir vielleicht irgendwann einmal einen Punkt einbringen, wenn wir ein Sonderargument brauchen, dass wir sagen, und Kolonialisierung eigentlich überhaupt. Aber nicht die ganze Zeit als Hauptargument waren Kolonialisierung, Kolonialisierung, Kolonialisierung. Darum geht es gerade nicht. Du möchtest einfach zu der Ungerechtigkeit, der besteht, eine andere, also eine zusätzliche Ungerechtigkeit hinzufügen und sagen, es gibt Ungerechtigkeit und dann gibt es noch eine Ungerechtigkeit. Und ich finde, das ist falsche Diskussionsart. Ich finde, man sollte diese Ungerechtigkeit besprechen, über die hier alle reden und sich darauf versteifen und beziehen. Ja, also die spezielle Frage und nicht die Grundsatzfrage diskutieren, genau. Also so die spezielle Frage, die hier gestellt haben, ganz klar filtrieren und einfach sagen, es geht hier nicht um Innovation. Es geht hier nicht um Sicherheit bei Stoffen. Es geht hier nicht darum, ja? Weißt du? Sondern es geht hier um Geld oder Leben. Es geht darum, Profite oder Gesundheit. Das ist, worum es hier geht. Und da noch zu sagen, ja, aber dann auch noch Kolonialismus und Rassismus, nein, hör auf mir das zu verwischen, komm zum fucking Punkt. Ja, und wenn wir das geklärt haben, dass wir sagen, ja okay, wenn es heißt Geld oder Leben, naja klar, Leben. Dann erst kommst du hin und sagst, siehst du, ja, aber dann Leben für alle. Dann müssen wir schon dafür sorgen, dass die ganzen kolonialisierten Länder auch sozusagen einen Boost kriegen in Richtung Leben. Und nicht, dass wir hier Leben schaffen, aber dort weiter ausbeuten. Erst dann setzt du dich dafür ein, in dieser Diskussion. In einer anderen Diskussion wäre es vielleicht umgekehrt. Ja, genau, die Kolonialperspektive, genau. Ja, ich finde die Kolonialperspektive dort nicht fehlplatziert, dass Profitmaximierung und Kapitalismus das Problem ist, ist den meisten klar. Nein, ist es nicht. Das hat noch niemand angesprochen hier. Niemand hat es hier angesprochen. Niemand. Noch niemand hat hier über den Kapitalismus gesprochen. Noch niemand. Es ist absolut niemandem klar. Seit ich angefangen habe zu reacten, 15 Minuten, sind hier vergangen wahrscheinlich eine halbe Stunde, sage ich die ganze Zeit an dieser Stelle, es geht um den Kapitalismus. Es geht um Geld oder Leben. Das ist das ganze Ding, warum redet ihr herum? Es geht darum, dass wir diese Diskussion, die ganze Zeit so, ja, es gibt eine Innovation, es gibt eine Gesundheit, es gibt eine Kolonialisierung, es gibt ein dies, es gibt ein das, ein Scheiß. Es gibt Kapitalismus. Ein Scheiß. Es gibt ein Kapitalismus. Reden wir, wieso wir Profite über Menschenleben stellen. Und wieso wir erlauben, dass Leute die Profite generieren, Menschen in eine Geiselhaft nehmen und sie Gefahren aussetzen, ja? Verstehst du?
Das ist der Punkt. Das ist der Punkt, den müssen wir diskutieren. Das ist das Thema hier. Ja? Freigabe der Impfpatente. Patente oder keine Patente, das ist die Lösung. Bring mir hier nicht noch 10.000 andere Dinge. Ja, aber Menschen woanders sind. Ja, warte mal, hier mal kurz. Insgesamt. Ja, aber egal. So, ich sage nur, das ist meine Herangehensweise, die ich für besser halte. Ja, weil wenn du das dann fokussiert hast, dass du einfach diese ganzen Leute, mit denen du hier diskutierst, vor die Frage stellst, Geld oder Leben, erst dann solltest du in zweiter Linie in diesem Gespräch darüber reden, dass du dich einfach hinstellst und einfach sagst, jetzt reden wir darüber, jetzt reden wir darüber, ob die, wie das mit dem Kolonialismus ist. Ja? Leider sieht man das öfter bei Personen, die diese Meinung vertreten. Es wird rhetorisch und taktisch falsch angegangen und dadurch gehen viele eigentlich gute Argumente ins Leere. Genau das versuche ich zu sagen. Richtig. Armut ist überall, ich weiß, aber du kannst nicht in einer Diskussion einfach alles reden. Du musst eine Strategie haben in einer Diskussion. Hast du, ich finde, du bist nicht lost, ich finde, du verstehst halt nicht das Ziel, glaube ich, habe ich das Gefühl. Weil das Ziel ist, ich weiß, dass Armut überall ist. Ich weiß, dass es eine Kolonialisierung gibt. Ich weiß, dass sie hat mit allem recht, was sie gesagt hat. Aber diese Strategie ist für die Zuschauerinnen, die sich dieses Format anschauen, nicht richtig. Diese Strategie ist nicht richtig für die Leute, die dort sind. Diese Strategie ist absolut nicht richtig, das so aufzuziehen. Ja? Weil der Punkt ist, alle diese Dinge, die es gibt, diese so, wir wissen ja, links sein ist sehr kompliziert, wir haben da sehr viele Positionen, wir haben da sehr viele Argumente, wir sehen das intersektionell aus sehr vielen Richtungen. Ja? Wir müssen aber... Ja genau, Recht haben und gut bzw. angebracht argumentieren sind zwei Disziplinen, richtig. Und ich rede von der Disziplin, gut angebracht argumentieren. Ja, darüber rede ich. Das ist das Erste, was hier zählt. Weil sie ist in der Öffentlichkeit, sie steht im Fernsehen, Leute schauen ihr zu, sie möchte Leute überzeugen und wenn nicht, dann was macht sie da? Sie diskutiert da mit irgendwelchen Kapitalisten, die musst du einfach wegfegen an ihren Positionen und nicht das Gespräch verlagern auf eine Sache, die dir wichtig ist. So funktioniert das nicht. Das ist nicht, wie eine Diskussion funktioniert. Genug Diskussionen geführt, um das verstanden zu haben. Ja, so funktioniert das nicht. Ich glaube, das ist... sehr, 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 sehr wichtig. Das heißt, du schließt daraus auch wegen, sagen wir mal, einer strukturellen Ungleichheit, die sich über, nach deiner Argumentation nach, über Jahrhunderte hin zementiert hat. Siehst du? Wäre es jetzt an der Zeit zu sagen, siehst du? Siehst du? Wozu brauchst du diese strukturelle Ungleichheit, die sich über Jahrhunderte zieht? Reden wir über die, die heute da ist. Warum das ausholen und sagen schon seit Jahrhunderten? Nein, es reicht vollkommen. Viel einfacher für die meisten Menschen. Wenn du einfach sagst, heute haben wir das Problem von Armut und Reichtum. Die Reichen dürfen daran profitieren, dass die Armen sterben. Ganz einfaches Ding. Ganz einfaches Ding. Ja, ganz einfaches Ding. Da brauchst du nicht einfach so, die einen sterben mehr als die anderen. Warum trennst du die Armen aus Afrika von den Armen aus Europa? Wozu? Weißt du? Wir geben jetzt die Patente frei. Schließlich sind wir diejenigen, die euch ausgebeutet haben. Habe ich das richtig verstanden? Siehst du? Ja, ich glaube nicht nur jetzt, sondern diese Frage stellt man sich immer mal wieder in der Historie, seit es das Patentrecht gibt. Und ich glaube jetzt... Und weißt du, was das Problem ist? Solange dieser Typ hier nickt, machst du was falsch. Dieser Typ hier sollte einen roten Kopf kriegen. Dieser Typ sollte sich die Brille abnehmen und sich die Augen reiben, weil sie brennen. Weil er einfach die ganze Zeit schon so schaut und vergessen hat zu blinzeln. Ja, du musst ihn im Kern treffen, um den es geht. So sehe ich das. Das ist jetzt meine Idee, ja. Haben wir eine globale Pandemie, jetzt kommt diese Frage wieder auf. Aber das ist keine Frage, die mir eingefallen ist, sondern es ist eine Frage, die... Wenn der nicht weint, hast du nicht gewonnen, absolut. Und ich denke mir auch, das Problem ist irgendwie so, ihre Arbeit, mit der sie sich beschäftigt, wahrscheinlich irgendwas mit Kolonialismus, nehme ich mal an. Ich weiß nicht, vielleicht wurde das auch gezeigt, ich habe es nicht mitgekriegt. Wahrscheinlich wird das, ja, keine Ahnung, habe ich nicht mitgekriegt. Der Punkt ist, sie setzt sich dafür ein und der Punkt ist, wenn du dich zu sehr mit einer Sache beschäftigst, wie Kolonialismus, dann ist das irgendwie so, dann wird das so dein Hammer, mit dem du einfach so die Nägel suchst. Ja? Und egal, was für eine Art von Nagel auftaucht, du nimmst immer den gleichen Hammer, um drauf zu hämmern. Und ich finde das aber nicht richtig. Ja, ich finde das nicht richtig. Ich finde, das führt nirgendwo hin.
Ja, das führt einfach nirgendwo hin. Das erinnert mich ein bisschen an diese Geschichte, was wir letztens hier auf Twitter angeschaut haben, wo ich gesagt habe, Elon Musk und Kapitalisten kaufen Privatstädte und möchten die Demokratie abschaffen. Und dann kommt eine Person und sagt, ja komm, warum redest du über sowas? Ist es nicht einfacher, kein Fleisch zu essen? Das ist genau das Gleiche. Das ist einfach, wo ich sage, scheiße, Fokus, hey, Fokus, fucking Fokus. Okay, du kannst nicht einfach, wenn jemand sagt, Demokratie wird abgeschafft, einfach sagen, dann ist einfach kein Fleisch. Das ergibt keinen fucking Sinn. Oder dass du sagst, es wird die Demokratie abgeschafft und dann stellst du dich hin und sagst einfach, ja, aber die Demokratie durch den Kolonialismus wurde schon lange abgeschafft. Digga, du verstehst, wovon ich rede, hör auf abzulenken. Hör auf abzulenken, Digga. Es geht hier um ein anderes scheiß Problem. Du kannst nicht einfach immer über das reden, was nur dich interessiert. So funktioniert das nicht. Ja, weißt du? Die uns schon seit Jahrzehnten beschäftigt. Jetzt die Frage an euch. Raucht euch auch schon der Kopf oder seid ihr ein bisschen... Siehst du, was passiert? Raucht euch auch schon der Kopf wie eine Minute 15, Digga? Warum raucht der Kopf? Weil sie jetzt gerade vollkommen alle rausgeflogen sind wegen dem, weil sie das Thema gewechselt hat. Und ich finde, sie hätte die einfach an die Wand nageln können, alle miteinander, weil sie scheiße geredet haben. Das wäre so einfach. Aber dann musst du dich halt auf ein anderes Gespräch einlassen und nicht das Gespräch umlenken. Ja, aber egal. Bin schlauer geworden? Auf welcher Seite würdet ihr euch jetzt gerade positionieren? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Der arme Moderator kann nicht mal mehr eine Überleitung machen. So sehr war das Wort Autismus. Und Manfred ist nach vorne gegangen. Warum? Ich bin deshalb nach vorne gegangen, weil die beiden Beiträge von Steffen und auch von dir aus meiner Sicht in vielerlei Hinsicht berechtigt sind. Bei dir gefällt mir dieser Ansatz, dass du sagst, wir müssen das global lösen, dieses Problem. Und da bin ich ganz bei dir. Wir müssen tatsächlich darauf Acht geben, dass jene, die auch benachteiligt waren, nicht zuletzt aus der Geschichte, und ich muss das nicht alles wiederholen, was du gesagt hast, weil da war ja auch vieles richtig, dass da auch reagiert wird. Und ich glaube, da wird auch... Wieso hat der Kapitalismus kein Problem damit? Wieso hat der Kapitalist kein Problem damit? Wie kommt es, dass der Kapitalist kein Problem hat mit diesen Aussagen, die auf der anderen Seite waren? Weil du ihn nicht herausgefordert hast, weil du nicht die Frage gestellt hast, wozu überhaupt alles? Weil schau, was er jetzt macht. Jetzt lenkt er darauf um, dass er sagt, wir müssen global, aber das können nur die Märkte regeln. Weil sie an der Oberfläche geblieben sind. Sie sind nicht zum Kernproblem vorgedrungen. Und deswegen war das falsche Argument. Richtig. Reagiert. Weil es kann auch nicht sein, dass ein Impfstoff, der beispielsweise in Europa 20 Euro pro Impfdosis kostet, ich sage einmal, der Preis ist, der in Südafrika, in Tunesien oder in Ägypten aufgerufen wird oder in anderen Ländern auf dieser Welt. Ja? Wobei man ja sagen muss, dass AstraZeneca auch noch teurer verkauft wurde nach Südafrika in Europa. Es gibt aber auch, und das ist auch eine Wahrheit, ja, bereits jetzt schon belastbare Abmachungen, wonach qualitativ hochwertige Impfstoffe, die auch in ausreichender Menge zur Verfügung stehen, zu günstigen Preisen angeboten werden. Ich glaube nicht, dass wir das Problem sozusagen, also wir müssen aufpassen, dass wir nicht eine falsche Diskussion führen. Mhm. Patentschutz hat uns die Impfstoffe gebracht und wir brauchen jetzt, Steffen, da hast du hundertprozentig recht, eine globale Lösung. Aber siehst du, was er gemacht hat? Er bleibt seinem Argument treu. Nämlich Privateigentum gut. Das ist der ganze Punkt. Privateigentum muss geschützt werden, ist seine Position. Und dieser Position wurde noch kein einziges Mal widersprochen von der grünen Seite. Kein einziges Mal. Ja? Er hat ihren Punkt einfach absorbiert, weil ihr Punkt ihn niemals angegriffen hat. Ihr Punkt hat umgelenkt. Ihr Punkt hat gesagt, ihr wollt Profite machen, denkt an die Schwarzen. Hat er gesagt, stimmt, an denen könnten wir auch Profite machen. Alles klar, überhaupt kein Problem. Ja? Es greift ihn nicht an. Und das ist der Punkt, wo man sagt, ja, es tut mir leid, dass ich jetzt darauf hinweisen muss, aber scheinbar versteht man es nicht. Das ist der Punkt, den zum Beispiel Rechte, wenn sie sich hinstellen und sagen, einfach diese ganzen Linksliberalen, diese linksgrünen Versifften und die Kapitalisten, Neoliberalen arbeiten zusammen. Sie sehen das gleich. Okay? So wie die zwei sich jetzt zustimmen, 50% der Rechten werden sich das anschauen, wie die zwei sich zustimmen und werden sagen, siehst du, Linke und Neoliberale, der hier. Das ist, was du gemacht hast. Ja. Und deswegen sage ich absolut katastrophale Ding. Weil sie nicht die Verbindung Kolonialismus-Kapitalismus gemacht hat, jetzt tut er so, als wäre das ein rein moralisches Argument gewesen. Oh, die armen Kolonialisierten. Richtig. Deswegen ist sein Argument so, der Markt kann auch das regeln, macht ja keine Sorgen. Ja.
Und du kannst aber, was ich gesagt habe, du kannst die Verbindung Kolonialismus-Kapitalismus nicht machen, weil das sind zwei total komplexe Themen. Du kannst entweder die eine oder die andere machen. Und ich sage, mach lieber den Punkt mit dem Kapitalismus, mach lieber den Kapitalismus zuerst als Thema und dann weise auf den Kolonialismus hin, wenn ihr euch dort getroffen habt oder nicht getroffen habt. Weil dann kannst du das Thema mit Kolonialismus nochmal gegen sie verwenden. Jetzt verwendest du sie für sie. Jetzt hat er ihn einfach absorbiert und es ist für ihn. Aber in Wirklichkeit, wenn du am Anfang gesagt hättest, an der Stelle, Kapitalismus ist das Problem, hätten sie sich furchtbar aufgeregt. Dann wäre sie total ausgezuckt. Hätten sie gesagt, what the fuck, was Kapitalismus? Kapitalismus hat alles gelöst. Und dann kannst du das echte Problem besprechen. Und dann, wenn sie sich einfach hinstellen und sagen, na, Kapitalismus ist die Lösung und nicht das Problem, dann sagst du, naja, der Kapitalismus hat dafür gesorgt mit seiner Problemlösung, dass es hier, dass der Kolonialismus verstärkt wird. Und dann hast du plötzlich ein Ding, was sie einfach nicht mehr, wo sie nicht mehr raus können. Weil dann mit all diesen anderen Punkten wie Kolonialismus, Rassismus, was auch immer du hast, gräbst du ihnen einfach nur noch weitere Zentimeter ab, auf denen sie stehen und sie fallen immer tiefer. Ja. Aber du musst mit Kapitalismus anfangen, sonst funktioniert das nicht, weil das ist das Thema. Sorgen wir doch da gemeinsam dafür, dass wir, ich sage einmal, ich nenne jetzt Afrika, eine Situation schaffen, wo tatsächlich Plattformen entstehen, die auch in Zukunft sicherstellen, dass Impfstoffe vor Ort zuverlässig hergestellt werden. Das betrachte ich als unsere Aufgabe. Da sollten wir viel investieren, auch in politischen Gesprächen, in Abmachungen und. Und ich habe Entwicklungshilfe. Ja, siehst du, wie er jetzt als der Gute dasteht, obwohl er einfach ein Profiteur ist? Ich habe das Gefühl, da geht was in die richtige Richtung. Aber crazy. Ich glaube, zu vielleicht sagen, Märkte Patentschutz weg und das Problem ist gelöst, das ist nicht der Fall. Aber dann erklären Sie das doch mal. Siehst du, Eigentum abschaffen, nicht richtig. Hat er nochmal am Ende betont. Wir wollen helfen, wir kämpfen gegen alles, was ihr kämpft, aber Eigentum geben wir nicht her. Aber das ist die Diskussion. Ich will nur die Position noch einmal klarkriegen, dann könnt ihr sofort dagegen schießen. Nehmen wir doch mal an, wir leben in einer anderen Welt und der Patentschutz würde jetzt fallen. Als Ausnahmeregelung wegen der aktuellen weltweiten Notlage. Dann glaubst du ja trotzdem nicht, dass genügend Impfstoff bei den Menschen ankommt, die ihn brauchen. Warum nicht? Weil wir sehen, und dafür gibt es belastbare, ich sage einmal, Daten, dass es nicht so einfach ist, Beispiel zu nennen, einen mRNA-Impfstoff, der sehr labil ist aufgrund seiner Konstitution, gekühlt von der Produktion bis, ich sage mal, zum Impfling zu bringen. Diese Strukturen müssen... Präsident House of Pharma and Healthcare, einer Plattform für Wissenschaft und forschende Pharmaunternehmen. Muss ich ausführen? Ja? Healthcare? Es geht um Healthcare? Du möchtest Profite machen, dir geht es nicht um Healthcare, Bro. Es geht um Wissenschaft, um forschende Pharmaunternehmen. Komplett neutral, der Mann. Der ist Wissenschaftler praktisch. So objektiv ist er. Fast so objektiv wie Boris Reitschuster. Verbessert und sichergestellt werden. Und wenn wir das haben, können wir verfügbaren Impfstoff sofort releasen und zu den Menschen bringen. Wir sind beide nach hinten gegangen. Warum? Ja, weil das eigentliche Thema die Ausbeutung ist. Und deswegen seid ihr nach hinten gegangen. Aber das habt ihr jetzt nicht erklärt. Ihr habt so eure ersten 17 Minuten 41 vollkommen verschwendet auf sinnlose Themen, anstatt da Paroli zu bieten, wo du Paroli bieten kannst, sodass du diese Leute hinten gegen die Wand fetzt und du dich nach vorne stellst, weil sie für dich sprechen. Stattdessen sind sie nach vorne gegangen und ihr nach hinten. Ihr verliert das Spiel. Aber ja, okay. Beabsichtigt. Nein. Also ich bin fundamental nicht der Meinung, dass uns Patente die Impfstoffe gebracht haben. Wenn wir nochmal auf die HIV-AIDS-Krise Anfang der 2000er zurückschauen, da sind Millionen Menschen gestorben, täglich 100.000 Menschen im südlichen Afrika, die sich die Behandlung, die 10.000 US-Dollar pro Patient pro Jahr gekostet haben, nicht leisten konnten. Und was war da der entscheidende, der Gamechanger? Es war der Wettbewerb mit Generika, die in Indien hergestellt wurden, weil Indien noch nicht das Patentsystem umsetzen musste. Das heißt, die Preise sind bis auf ungefähr 100 US-Dollar pro Patient pro Jahr gesunken. Sie wurden dadurch mehr zugänglich, weil sie günstiger wurden. Aber dieser Wettbewerb hat auch Innovation gefördert. Bei der HIV-AIDS-Therapie muss man klassischerweise drei verschiedene Medikamente nehmen. Auf beiden Seiten, es ist wirklich grün gegen FDP. Es ist einfach wirklich die Grünen gegen FDP.
So, Kapitalismus ist cool. Reden wir nicht über den Kapitalismus, das ist eigentlich das Thema. Aber reden wir einfach darüber, wie können wir per Wettbewerb eigentlich das voranbringen, was uns interessiert. Was hier dann gekommen ist, und das war wirklich eine Innovation, ist, dass diese Dreifachtherapie tatsächlich in einer Pille vereinfacht wurde. Und das war eine Innovation, die nicht über einen Patentschutz gekommen ist, sondern die tatsächlich im Endeffekt hervorgebracht wurde durch einen Wettbewerb. Und weil es gar keine Anreize gab für westliche Firmen, sich damit zu beschäftigen, eine solche Pille, eine solche Innovation für die Menschen, die leider nicht genug Kaufkraft haben, zu entwickeln. Vielen Dank, Idoku. Vielen, vielen Dank für den fünften Monat. Juhu, schon 5 Monate hier, jetzt kann es richtig losgehen. So ist es, so ist es. Jetzt fangen wir erst an. Ja, Wettbewerb, Konkurrenz, Kaufkraft. WKK. Ja, das ist einfach der Punkt. Ja, das ist einfach der Punkt. Hier sind einfach ein Börsenmakler und Steve Jobs. Auf der anderen Seite sind 2 Linksliberale. Ja, Alter. Ist so fast immer bei 13 Fragen so, die Hälfte der Zeit wird aneinander vorbeigeredet und die andere Hälfte reicht nicht mehr aus, um genug ins Thema zu kommen und die Kompromisse sind dann eher cringe. Ja, deswegen gibt's hier mich, damit ich sage, ihr seid alle fucking lost, ey. Waren aber diese Anreize da, weil sie gesehen haben, wir machen lieber mit der Masse der Menschen Geld, die uns brauchen, anstatt auf wenige Reiche zu setzen. Also das Argument ist, fehlender Patentschutz kann auch Innovationen hervorbringen. Ja, haben wir gesehen. In dem Fall ist es plausibel. Wobei, Stefan, was für eine Aussage, Digga. So, wir können auch so Geld machen. Also, es geht um Geld machen. Niemand hinterfragt die Idee des Geldmachens und des Profitierens an Menschen, die krank sind und sterben. Verwechselst du Äpfel mit Birnen? Und zwar deshalb, weil es ist alles richtig, was du gesagt hast, nur müsste man auch dazu sagen, dass die Herstellung dieser Arzneimittel gegen HIV-AIDS natürlich auch komplex ist, aber in der Komplexitätshöhe nicht vergleichbar sind mit der Herstellung eines mRNA-Impfstoffes. Das heißt, alleine zu sagen, ich lasse jetzt das Patent fallen und jeder kann machen mit dem Patent, was er will, ist nicht so einfach, weil die Produktion dieses Impfstoffes ist wirklich schwierig. Da braucht man wirklich viel Know-how. Und es wäre niemandem geholfen, keinem Impfling dieser Welt, würden wir Impfstoffe produzieren, die nicht den Erfordernissen entsprechen, die wir eben an Impfstoffe stellen. Aber das heißt, du schließt... Hey, der ist so der totale Gewinner dieser Diskussion und das tut echt in den Nieren weh. Komplett aus, dass man außerhalb von Europa oder USA Impfstoffe herstellen kann, die diesen Ansprüchen genügen? Nein, das schließe ich nicht aus. Aber es sind die notwendigen Voraussetzungen dafür, echt, müssen gegeben sein. Ja, wir brauchen natürlich ein System. Die Symbiose zwischen Linksliberalen und Rechtsliberalen ist einfach erschreckend. Erschreckend. Dem, wo der herstellt, auch kontrolliert wird. Ja, das ist ein ganz entscheidendes Element. Ja, es ist ja, wenn man sich heute ansieht, wie nach... An dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, in Finnland gab es bereits im Mai einen Impfstoff, der nicht zugelassen wurde, weil es nicht genug Profite davon gegeben hätte. Weil der war irgendwie so ein patentfreier Impfstoff im Mai 2020. Das heißt, 3 Monate nach Beginn der Pandemie. Den hat man aber nicht zugelassen. Ja, ich habe hier öfter schon darüber berichtet. Findet man leicht, wenn man Impfpatent Finnland Jacobin sucht. Ja, tippt es einfach ein. Finnland Impfpatent Jacobin, okay? In Google, da findet ihr das. Ja, da hat das Jacobin Magazin darüber berichtet. So, ich habe das schon, glaube ich, 5-mal hier besprochen, deswegen mache ich das nicht nochmal. Aber vielleicht stellt euch jemand einen Link in den Chat. Bei einem gültigen europäischen Arzneimittelrecht Impfstoffe hergestellt werden, dann ist das wirklich ein System, das einer strengen Kontrolle unterliegt. Ich will nicht, ich sage einmal, mit einem Impfstoff geimpft werden, der in einem Land hergestellt wird, wo irgendein Potentat sozusagen sagt, ich nutze jetzt auch das freigegebene Patent und mache jetzt auch Impfstoffe, die in der Qualität nicht entsprechen. Aber keiner mehr kontrollieren kann, was da Sache ist. Aber warum kann keiner mehr kontrollieren? Wieso? Es gibt ja trotzdem eine Zulassung auf dem Markt.
Warum kann es keiner kontrollieren? Das ist so, wenn du mir mein Eigentum wegnimmst und ich nicht daran profitiere, weiß niemand, was drin ist. Doch, dass du ein Patent hast und das Eigentum besitzt, bedeutet das nicht, dass die Impfstoffe unkontrolliert sind. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das ist einfach so, als würde ich sagen, so, wenn ich Autos mache, an denen ich profitiere, dann sind sie sicher. Wenn ich Autos mache, an denen ich nicht profitiere, dann sind sie vielleicht nicht sicher. Sorry, egal ob du daran profitierst oder nicht profitierst, wenn du Autos herstellst, müssen sie kontrolliert werden, müssen sie zugelassen werden, du brauchst eine Zulassung und der Prozess der Zulassung kontrolliert, ob sie cool sind oder nicht und nicht wer das Eigentum besitzt und wer daran profitiert. Daran profitieren ändert nicht die Sicherheit. Wie auch. Das ergibt null Sinn. Ja, das sind einfach so Äpfel und Birnen jetzt, so, oder? Du bist gleich dran, aber erst bist du dran. Ich will es nur noch mal einbringen, weil ich glaube, es ist auch einfach wichtig, das nicht aus dem Blick zu verlieren. Weil, oder andersrum, ich frage dich, verhindert denn die Freigabe von Patenten, dass Technologietransfer passiert? Also, weil es klingt immer nach so einem Entweder-Oder. Und ich glaube, wir sind uns hier alle einig, dass die Patentfreigabe nicht das Einzige ist. Es ist ein Schritt, du hast es als ein Instrument von sehr, sehr vielen bezeichnet. Und die Frage ist, oder meine Frage an dich, ich weiß nicht, ob ich sie stellen darf, ist, was glaubst du denn, was passiert, wenn die Patente freigegeben werden, mit Bezug auf diesen notwendigen Technologietransfer, von dem wir alle sprechen? Ich glaube, da sind wir sofort einer Meinung. Also ich bin dafür, die Patente sozusagen so zu belassen, wie sie sind, aber ich bin auch dafür, und da bin ich hundertprozentig bei dir, dass wir alles daran setzen, Technologietransfer zu betreiben. Jetzt ist Bernhard die ganze Zeit schon am... Aber wenn er in unserem Besitz ist, weil das ist das, worum es geht. Ja, das ist, worum es geht. Es geht um Eigentumsfragen, die wir hier nicht klären, weil Patent ist eine Eigentumsfrage. Patent ist eine ausschließliche Herstellungszulassung für gewisse Leute, die daran profitieren. Das ist der ganze Punkt. Der Punkt ist, das ist alles. Das ist, worum es geht. Ja, ja, danke für deine Frage. Ich beantworte eine andere. Jetzt kommen wir an den Punkt. Reicht es, auf die freiwillige Kooperation der Unternehmen zu setzen oder müssen wir das eben zwangsweise machen? Und das ist, glaube ich, der einzige, nicht vielleicht der einzige, aber der Hauptpunkt, wo wir unterschiedlich sind. Und weil wir die Kooperation der Unternehmen aus unserer Sicht brauchen und weil wir Unternehmertum brauchen. Wir brauchen diesen Forschergeist, das, wofür die Leute... Unternehmertum ist Eigentum, nicht Forschergeist. Dass ich ein Unternehmen besitze, heißt nicht, dass irgendwelche Wissenschaftler besser recherchieren würden, wie wenn diese Wissenschaftler den Betrieb besitzen würden. Oder wenn der Staat sie bezahlt. Oder gegebenenfalls, wenn wir allen eine Grundsicherung geben auf der gesamten Welt, dass kein Eigentum mehr gibt und sie einfach forschen, weil sie die Lust am Forschen haben und sie Menschen retten wollen. Nirgendwo steht, dass es besser ist, ich habe das Eigentum und dadurch erst wird produziert. So, what the fuck? Das ist so eine Inside-the-Box-Denke. Kapitalismus ist das einzige System, das es gibt, das funktioniert, das erhalten werden muss. Das ist die einzige Logik. Alles außerhalb von dieser Logik ist keine Logik. So, ja, das heißt, wenn du mit so einem Bias rangehst die Diskussion, ist die Diskussion vollkommen vorbei an jedem Shit, der da draußen existiert. Ja. Auch ist es so, dass Innovation durch Kapitalinteressen verhindert wird. Das ist überhaupt das andere. Ja. Das ist überhaupt das andere. Ja. Patentschutz hindert Innovation eigentlich in Wirklichkeit. Ja, weil Innovation würde zum Beispiel, wenn es keine Patente gäbe, könntest du dich zum Beispiel hinstellen, also könnten sich Wissenschaftler hinstellen und könnten einfach sagen, wir verbessern das. Wir verbessern das. Patentschutz sagt aber nein. Du wirst mein Ding nicht verbessern. Zumindest nicht so, dass es dann besser wird, ohne dass ich es dir erlaube und dann auch daran verdiene. Ja. Nein. Lost. Open Source ist die Zukunft. Open Source ist eine super Sache. Ja? Nur müssen wir in die Open Source investieren. Das heißt, es muss sozusagen eine aus der Grundlagenforschung, die ja sowieso von Steuergeld oder von Staatsgeld, ja, wenn man MMT geht, von Staatsgeld finanziert wird,
die muss dann Open Source werden, logischerweise. Und nicht dann irgendwelchen einzelnen Personen gehören. Wo sind wir? Wer sind wir? Was ist los? Ja. Ausgezeichnet werden mit Bundesverdienstkreuzen. Ja, will ich auch noch mal erinnern dran. Was wir einerseits würdigen, können wir doch nicht durch die enteignungsgleichen Eingriff, so sagen die Juristen, kompliziertes Wort, aber so ist es, den enteignungsgleichen Eingriff. Was wir einerseits würdigen, können wir doch nicht durch die enteignungsgleichen Eingriff, so sagen die Juristen, kompliziertes Wort, aber so ist es, den enteignungsgleichen Eingriff. Kompliziertes Wort. Bitte verzeiht mir. Verzeiht mir, dass ich das eingebracht habe, nachdem die grüne Seite nicht fähig ist, diesen Begriff zu sagen seit 20 Minuten. Eingriff dann auch unterlaufen. Ich glaube, es ist auch völlig unstrittig, glaube ich. Niemand will jetzt irgendwie BioNTech ans Bein pinkeln. Im Gegenteil, alle sind ganz. Es ist unstrittig. Niemand will BioNTech ans Bein pinkeln. Ich bin froh, dass diese gute Forschung in Deutschland vonstatten ging. Wer weiß, wo wir stünden, wenn es sowas wie BioNTech nicht gegeben hätte, weltweit. Und die Forschung wurde vom Staat bezahlt, soweit ich weiß, oder? Auch gesehen. Ich glaube, das ist unstrittig, aber du hast jetzt natürlich einen heiklen Punkt angesprochen. Vor allem, weil sie so gut geforscht haben, sollten sie alles bekommen, die ganzen Gewinne, die ganzen Profite, sollen alles besitzen. Nach welcher fucking Logik? Nach welcher fucking Logik, wenn sie so gut produziert haben, soll einfach alles ihnen auf alle Zeiten gehören? Warum lebe ich in einer Welt, wo Leute, die etwas erfinden, alles ihnen gehört und nicht allen? Für wen hast du es erfunden? Für dich oder für alle? Na, es gibt aber nur einen Grund, warum alles ihnen gehören muss, nämlich weil sie sich im Wettbewerb durchsetzen müssen. Wieso gibt es einen Wettbewerb? Weil es Kapitalismus gibt. Wieso gibt es Kapitalismus? Weil es einfach Menschen gibt, die Eigentum besitzen und die beschützen dieses System, damit sie ja nicht ihre Privilegien verlieren. Das ist einfach der ganze Grund. Es gibt keinen anderen Grund. Das ist alles. Gesprochen, allein der Begriff enteignungsgleiche Eingriffe. Ja. Da bist du zurückgeschreckt. Ja, einfach weil das stimmt einfach nicht. Ne? Also sozusagen das, was auf dem Tisch liegt, wäre keine Enteignung. Natürlich, nochmals, es der ist Markt, auch ein enteignungsgleicher Eingriff. Die finanzstärken Märkte für Werte. Siehst du, die verstehen genau, worum es geht. Auf dieser anderen Seite checken sie nicht, worum es geht. Und ich sage die ganze Zeit, da hätte man mich positionieren sollen und dieser Star. Das wäre eine Paarung. Statt dem Dude bin ich da und statt der Frau ist einfach dieser Star da, ja? Und dann schau dir die fucking Diskussion an, wenn wir zwei einfach da sind. Dann schau dir die Diskussion an, während diese zwei Typen auf der anderen Seite stehen und auf der anderen Seite stehen dieser Star und ich. Und dann geben wir uns nochmal die Diskussion. Für alle Firmen, die derzeit produzieren, gesichert. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass dann hier in Deutschland irgendwo dann auf einmal ein Wettbewerb besteht und wir Angst haben müssten, dass BioNTech sozusagen hier... Aber er hat recht, es geht um einen harten Eingriff in die unternehmerische Freiheit. Das Beste mit... Schau mal. Und das ist jetzt diese gespaltene Persönlichkeit bei Linksliberalen. Einerseits wollen sie Menschen helfen, andererseits können sie nicht gegen den Kapitalismus gehen, weil sonst zerbricht die einfach ihr Schädel einfach in zwei. Ja? Sonst platzt ihr fucking Kopf einfach. Okay? Sonst platzt ihr einfach fucking Kopf. Weil einerseits so pro Kapitalismus, aber andererseits pro Menschen. Schon mal darauf gekommen, dass das absolut nicht fucking vereinbar ist? Ever? Wäre, wenn wirklich alle Firmen sagen, wir geben die Technologien weiter, wir transferieren es, wir arbeiten mit allen zusammen, die es wollen, und dann werden auch die Qualitätsstandards gehalten. Aber wie gesagt, wir sehen das jetzt, dass diese Impfstoffe seit über einem Jahr existieren und es ist noch nicht genug passiert. Wir sind bei durchschnittlich 10% geimpfter Menschen auf dem afrikanischen Kontinent. Es ist zu wenig. Ich 100%. Glaube, dass da Freiwilligkeit, dass wir nicht mit Freiwilligkeit nicht sozusagen den Schritt machen, den wir machen müssen. Und wir reden auch nur über eine kurze Zeit, weil hoffentlich kurze Zeit. Bitte, 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 liebe Kapitalisten, bitte glaubt nicht, dass sie euch euer Eigentum bedrohen. Sorry, aber es geht nur um eine kurze Zeit einfach. Ja, so, könnt ihr bitte ein Auge zudrücken, einfach nur ein Auge zudrücken, so ganz kurz, einfach weil... Die Afrikaner zu 10%, verstehst du, so gut hier, ne? Digga, einfach, boah, wie viel Stiefel, bevor man kotzen muss?
Zeit, bis diese Pandemie beendet ist. So, jetzt müssen wir werden gleich noch ein bisschen weiter springen, aber Manfred ist auch schon am Zucken und für dich einmal die Frage rübergespiegelt. Ja, Manfred ist am Zucken, weil Eigentum erwähnt worden ist. Stell dir vor, Eigentum wäre erwähnt worden in seiner wirklich interessanten Daseinsform, nämlich Enteignung. Alter. Kannst du dir ein Szenario vorstellen? Nehmen wir an, die Impfstoffverteilung läuft weiter schlecht. Wir leben in einem halben Jahr immer noch in einer Welt, in der viel zu wenig... Zitter nicht, Manfred, zitter nicht. ...wenig Menschen geimpft sind. Kannst du dir vorstellen, dass auch du zu irgendwann zu einem Punkt kommst, wo du sagst, ein enteignungsgleicher Eingriff, beziehungsweise ein... Verstehst du, der zittert jetzt schon, obwohl sozusagen die Leute eh auf seiner Seite sind und sagen einfach, Enteignung darf nicht sein. Und trotzdem zittert der, weil er hat das Wort gehört. Er hat das Wort gehört, ja. Und wenn diese ganzen so Healthcare- und Pharma-Typen oder überhaupt Kapitalisten so das Wort Enteignung hören, so, uff, reden wir jetzt darüber? Uff, also das Gespräch nimmt jetzt echt total... Scheiß Cyan, Bro, wie rede ich mich jetzt daraus? Ups, das ist eigentlich ein Standpunkt, über den wir nicht diskutieren sollten. Oh oh, ja. Andere sagen, ein milder Eingriff in die unternehmerische Freiheit, ohne dass irgendjemand davon arm wird. Ich bin auch dafür, dass wir Demokratisierung eher sagen als Enteignung, absolut. Absolut, ich sage auch immer Demokratisierung, ja. Voll. Ist vorstellbar für dich? Ich würde zunächst darauf setzen, dass man das auch im Sinne von freiwilligem Tun erreicht. Und ich bin mir sehr sicher, dass das an der Stelle auch funktionieren wird. Wir haben es kurz angerissen, es ging um öffentliche Gelder. Mhm. Die große Frage, zum Beispiel, wir nehmen das jetzt nur als Beispielfirma, es ist, tut mir leid, aber es kennen halt alle, BioNTech hat ungefähr 400 Millionen Euro von der öffentlichen Hand bekommen, das heißt von uns allen Steuergeld, nein, um das Ganze zum Fliegen zu bringen. Da und gibt dann, es die Argumentation, naja. Und dann haben sie 4 Milliarden an uns zurückgegeben, oder? Weil, so damit wir Straßen bauen können und Schulen, damit weitere Wissenschaftlerinnen einfach entstehen können, oder? Sie haben dann was fürs Allgemeinwohl getan, weil wir hätten dann alle was davon, oder? Oder? Schon. Wenn wir uns daran zumindest in geringem Maße beteiligt haben, warum kann dann die Firma nicht ein bisschen was zur Allgemeinheit zurückgeben? Habe ich das vorhin richtig verstanden? Hey, wo sind Sie jetzt? Wo sind Sie jetzt? 25 Minuten, Frage 9 und Sie sind dort, was ich gesagt hätte bei Frage 1. Sogar dort hätte ich das gesagt, wo Sie sich auf die Stellen positionieren müssen. Seht ihr, wovon ich rede? Versteht ihr jetzt? Sind wir jetzt dorthin gekommen, dass ihr versteht, warum ich vorher gesagt habe, dass mit dem Kolonialismus vollkommen falscher Zugang, man hätte über genau diese Frage, über die wir jetzt reden sollen, hätte man damals reden können. Und jetzt stell dir jetzt mal vor, wo wären wir nach 25 Minuten, wo wäre jetzt diese Unterhaltung, wenn man das schon vor 25 Minuten vorgebracht hätte? Ja. Ja, und auch zu sagen, dass sozusagen... Das wäre eine relevante Diskussion. Das ist eine irrelevante Diskussion. Jetzt wird sie erst relevant. Aufgrund der erwarteten Gewinne durch die Monopolstellung, die durch Patente geschaffen wird, dass nur das Forschung und Entwicklung sozusagen Anreize setzt, dem würde ich halt widersprechen. Viel der Grundlagenforschung wird öffentlich finanziert und in diesem Fall wurde halt tatsächlich auch... Wirklich viel? Viel? Wie viel ist viel? Auch von der öffentlichen Hand ein Unternehmen, das jetzt Vakzine herstellt und ein Patent hat, auch finanziert oder unterstützt. Kannst du das nachvollziehen? Na klar, der Gedanke liegt nahe. Das würde aber bedeuten, dass wir überall, wo wir fördern, auch den Zugriff auf die Patente uns mit der Förderung praktisch erkaufen. Und das ist, glaube ich, kontraproduktiv. Wir praktisch erkaufen. Den Zugriff auf bedeuten, dass wir überall, klar, der Gedanke liegt nahe. Das würde aber bedeuten, dass wir überall, wo wir fördern, auch den Zugriff auf die Patente uns mit der Förderung praktisch erkaufen. Ja. Und das ist, glaube ich, kontraproduktiv. Ist kontraproduktiv? Echt? Also in der Privatwirtschaft ist das nicht kontraproduktiv. Wenn ich als Privatunternehmer dir sozusagen Geld gebe und du dann etwas entwickelst, gehört das mir. Aber wenn wir als Steuerzahler, als die Gemeinschaft, als demokratische Größe dir Geld geben, dann gehört das nicht uns. Denn das ist so Logik. Okay. Was für eine Logik, Digga. Also da können wir ja doch nur verlieren, oder? Da können wir doch nur verlieren bei dieser Logik. Unser Geld gehört Ihnen. Ihr Geld gehört Ihnen. Was kann da schiefgehen?
wollen Forschung um der Forschung und der Forschungsergebnisse willen. Aber wir wollen nicht damit den Zugriff auf das Unternehmen. Yvier ist so ein Stückchen zurückgegangen. Ja, wir wollen nicht. Wer ist wir? Was heißt wir wollen? Wir wollen euch Geld in den Arsch blasen, damit ihr einfach reich werdet und dass ihr einfach dann alles besitzt. Aber ja, so, das Geld gehört an euch. Weil die Frage war, sollten sie nicht etwas zurückgeben an die Allgemeinheit? Schau. Die Allgemeinheit gibt ihnen sehr viel Geld, aber wir wollen da nichts damit zu tun haben, verstehst du? Verstehst du? Das ist sehr wichtig für die Innovation. Legit. Das ergibt sehr viel Sinn. Wieso gehört uns eigentlich nicht der ganze... Wieso gibt es Patente eigentlich für diese... Wenn der Staat so viel Geld gezahlt hat, also unser Geld dafür gegeben hat, ja? Ja, Reichtum ist für die Reichen da, ja, na klar. Wenn der Staat euch so viel von unserem Geld gegeben hat, wieso gehört das dann nicht uns? Wieso ist das dann nicht demokratisch? Wieso gehört das nicht uns allen? Wieso gehört das Einzelnen? Ja? Das ist genau immer das gleiche Problem und wir sind bei der Frage Kapitalismus. Habe ich gemerkt, wem gehören die Patente deiner Meinung nach? Ja, ich bin zurückgegangen, als du überall gesagt hast, im Sinne von überall, wo die öffentliche Hand was reingeht. Hey, vielleicht möchte der Staat mir auch Geld geben, dass ich einfach diesen Kanal ausbaue, dass ich Milliardär werde mit diesem Kanal und der Staat investiert in mich, also euer Geld, und ich gebe euch dafür gar nichts. Was hattet ihr davon? Also so nach der Logik. Ha? So, lieber Staat, ich habe hier ein Twitch-Projekt, ich möchte mich bewerben, einfach für 4 Millionen Euro. Die investiere ich einfach in dieses Projekt, werde sehr viel Werbung machen, werde einfach diesen Kanal ausbauen ohne Ende. Werde mich so ganz hart hochbauen zu einem sehr reichweitenstarken Streamer und ihr kriegt nichts dafür. Klingt wie ein guter Deal, oder? Ich werde aber allen erzählen, wie cool der Start ist. Also so ich meine, das tue ich jetzt schon. Ich weiß nicht, wo. Komm mal einfach. Was habt ihr schon zu verlieren, außer die 4 Millionen, die ihr mir gebt? So. Ich möchte sie dann auch Anteile am Patentrecht haben. Da bin ich sehr, sehr weit zurückgegangen, weil nochmal, wir sprechen ja nicht von überall und immer, sondern wir sprechen von der globalen Notsituation und von einem temporären Aussetzen dieser Patente, bis diese Situation hoffentlich bald vorbei ist. Kapitalismus cool, aber helfen wir den armen Menschen trotz des Kapitalismus? Wie? Die armen Menschen sind wegen des Kapitalismus da. Die Lage, wie sie heute ist, die ihr zwei beanstandet auf der grünen Seite, entsteht, weil der Kapitalismus so operiert, wie diese zwei Leute, die schon zittern bei dem Wort Enteignung, genannt haben. Wieso stellt ihr euch einfach fucking nicht hin? Und sagt einfach, Digga, wieso, ihr habt unser Geld zu euren Profiten gemacht. Ihr habt unseren Verlust zu euren Gewinnen gemacht. Wieso? Alter. Arme Menschen helfen im Kapitalismus, heißt nichts anderes, sie am Leben zu erhalten. Nicht mal das eben. Nicht mal das. Wenn es einfach Menschen sind in Afrika, heißt es nicht mal das. Das einzige, ja richtig, die einzige Position, die hier existiert, ist, gib Patent jetzt, Digga. Digga, jetzt gib Patent. Mit meinem Geld bist du draufgekommen, mir gibst du das zurück. Okay? Jeder, wenn der Staat Privatunternehmer wäre und einfach gesagt hätte, ich gebe dir so und so viel Geld, du entwickelst dadurch was und dann machst du Gewinn, dann gibst du mir einfach das, das gehört mir, Digga. Weil jeder Mensch, der für Kapitalismus ist, würde sich hinstellen und würde sagen, wenn ich als Privatunternehmer, ja, Merkel macht Patente auf, Patente soll offen sein, ohne Scheiß, ja, so. Jeder Mensch würde sich normalerweise hinstellen und würde sagen, wenn ich dir Geld gebe, dass du etwas entwickelst und du entwickelst das dann gehört das mir, Bro. Das gehört fucking mir. Das gehört dann mir und nicht fucking dir. Das ist die Logik des Kapitalismus. Ich als Privatunternehmer gebe dir Geld, du entwickelst etwas, wem gehört es? Mir. Weil ich habe dir das Geld, ich habe dich finanziert. Das ist die Logik, die jeder Kapitalismusfreund vertritt. Jeder Juli, jeder FDPler, jeder Grüne und was auch immer, wird sagen, na klar, wenn ich dir als Privatunternehmer Geld gebe, dann gehört das Shit mir. Ich habe dich ja finanziert, dass du das entwickelst. Nur beim Staat stellen sie sich dann hin und sagen, na ja, nur weil der Staat dir das ganze Geld gegeben hat, wieso soll es dann allen gehören? Was ist das für eine Doppelmoral? Ja, das ist Kapitalismus einfach, ja. Aber an dieser Frage wird permanent vorbeigeredet und beide auf der grünen Seite stehen einfach da und sagen, na ja, schau.
Es geht um eine Ausnahmesituation. Könnt ihr bitte einfach nur ein Auge zudrücken? Schau, wir haben euren Stiefel im Gesicht. Wir lecken den Stiefel. Der Stiefel bohrt sich einfach in unser Gesicht hinein. Wir haben schon überall die Abdrücke von eurem Profil. Der Druck ist auch ziemlich hart, so während wir am Boden liegen mit dem Stiefel im Gesicht. Aber können wir einfach bitten, dass ihr mit der Schuhspitze nicht so sehr ins Auge drückt? Könnt ihr die Schuhspitze ein bisschen so übers ganze Gesicht verlagern? Ah, viel angenehmer, dankeschön, ja. Das ist einfach, wofür sie hier argumentieren. Und das ist einfach lächerlich. Das ist einfach lächerlich. Das ist eine Beleidigung gegenüber uns allen. Ja? Und vor allem verstehst du nicht, worum es geht. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Das ist schlimm. Fucking schlimm, ja. Und um nochmal deine Frage genauer zu beantworten, ich glaube eben schon, dass... Vor allem niemand hat das angekreidet, dass der Typ vorher gesagt hat, hey, Privatinvestitionen schaffen Innovationen. Jetzt gerade sind wir dorthin bei diesem Gespräch, dass der Staat das alles bezahlt hat, obwohl er vorher gesagt hat, die Privatunternehmer haben das alles bezahlt. Das heißt, jetzt haben wir herausgestellt, dass er Scheiße geredet hat, wo ihm niemand widersprochen hat vor 20 Minuten. Und trotzdem lässt man ihm das durchgehen und sagen, na komm schon, drück ein Auge zu. Ja, drücke ich dir mit dem Stiefel das Auge zu, Digga. Was ist das, ey? Was ist das? Die drücken uns eh schon, die drücken uns ein Auge zu einfach. Wollen wir nicht? Ey, Bro. Sehr, sehr viele Gelder aus der öffentlichen Hand kommen, da auch immer die Frage ist, woran wird sich orientiert? Also wird sich eben orientiert, hatten wir vorhin, Menschenrecht, Gesundheit, globale Verantwortung. Wo liegt das Interesse? Vor allen Dingen, wer bestimmt, wo dieses Interesse liegt? Eigentum, dort liegt das Interesse. Aber da traust du dich nicht hin. Genauso wie dein Kumpel. Ihr traut euch nicht hin. Und die anderen zittern schon, obwohl ihr eh für sie seid. Alter. Und wer entscheidet, wo dieses Interesse liegt? Und ich glaube, wenn da eben die öffentliche Hand, so mit der Steuerzahler und der Staat, sich stärker einbringt, sollten auch Interessen des globalen Südens eine größere Rolle spielen und eben nicht alleine Innovationen und Pharmaindustrie. Manfred. Interesse des globalen Südens. Dankeschön. Danke für diese vollkommen am Gespräch vorbeigehende Argumentation wieder mal. Großartig. Ich glaube, hier wird vergessen, dass das Unternehmen, das Mainzer Unternehmen, ich habe gar keine Zweifel, dass da öffentliche Mittel geflossen sind, allerdings zu einem Zeitpunkt, wo der Impfstoff schon da war. Das wollen wir schon an der Stelle festhalten. Nee, aber das stimmt nicht ganz. Unternehmens betrachtet. Entschuldigung, ganz kurz. BioNTech wurde schon ganz am Anfang auch vom Bundesministerium für Forschung gefördert mit ein paar Millionen, ich glaube 4 oder 5 Millionen. Und als dann der Impfstoff mehr oder weniger da war, flossen nochmal 380. Ja, aber es ist auch eine Wahrheit. 400 Millionen. Es ist auch eine Wahrheit, dass jetzt Ihnen alles privat gehört und wir von diesen fucking 400 Millionen nichts haben. Come on einfach. Dass das Unternehmen im Abgrund stand und es war das Investment der Brüder. Mach die Krawatte lockerer, Digga, damit ein bisschen Blut ins Hirn kommt. Andreas und Thomas Strüngmann, die letztendlich dieses Unternehmen am Leben gehalten haben, zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht über die Frage des Corona-Impfstoffes gesprochen wurde, sondern da ging es noch um die Tumor-Impfstoffe. Und ändern wir das Thema. Ja, vielleicht ist es einfach so, dass diese zwei da drüben Angst haben, einfach Kommunisten genannt zu werden. Vielleicht ist das so, ja. Vielleicht. Wenn dieses Invest nicht gekommen wäre, hätte es das Unternehmen mit der Technologie in der Folge nicht gegeben. Das heißt, die 400 Millionen hätte man gar nicht investieren? Die hätte man nicht investieren können, weil dann wäre das Unternehmen nicht mehr da gewesen. Ja, aber das heißt das im Umgekehrt, war das jetzt eine gute oder eine schlechte staatliche Investition? Ich kenne jetzt nicht das Ausmaß der Subventionen oder Unterstützungen. Hat er dir gerade gesagt, 400 Millionen, was tust du so? Die passiert sind. Aber ich weiß eines, dass was das Unternehmen... Du? So, schau mal, Zahlen, schau. Bei uns in der Religion des Marktextremismus und der freien Marktwirtschaft, da gibt es keine Zahlen, da gibt es einfach das Versprechen an die unsichtbare Hand und den Glauben an die ewige Gültigkeit des freien Marktes. Ja, Zahlen. Ja, vor der Situation stand, zuzumachen. Er redet sich gerade um Kopf und Kragen, ja. Und noch einmal betone ich, wie wichtig es gewesen wäre, vor 28 Minuten, so lange dauert das Video, 28:19, schon das anzusprechen und das zum Thema zu machen. Der Typ wäre lost, dem lost sein Urgroßvater, hey. Oder einen neuen Geldgeber zu bekommen. Und jetzt will ich eigentlich das sagen, was ich vorhin schon sagen wollte. Die Steuereinnahmen dieses Unternehmens, beziehungsweise die Steuerabgaben, die sind so enorm, ja.
Ja? Dass die Stadt Mainz sich freut wie ein Schneekönig. Schwarze Zahlen auf einmal. Ja. Bitte? Die sind jetzt in den schwarzen Zahlen. Die sind in den schwarzen Zahlen. Also ist, man darf jetzt nicht so tun, es würde hier kein Rückfluss sein. Das Unternehmen gibt auch erheblich zurück. Du hast natürlich vollkommen recht. Was gibt es zurück im Ausmaß von den 400 Millionen? Was gibt es zurück? Was? Vor allem in der Pharmabranche spielen private Investitionen die größte Rolle. Ja. Ganz eindeutig. Prozentual gesehen ist das eindeutig so. Nun ist es aber Fakt, dass wir für... Ja, aber jeder, der privat investiert hat, bei diesen Investitionen hat seinen Share bekommen, außer wir, die wir einfach Geld investieren. Wir haben gar nichts bekommen. Wir haben 400 Millionen investiert. Wo sind unsere Shares, die wir hätten bekommen sollen, laut kapitalistischer Logik? Wo ist das? Was haben wir bekommen? 100 Millionen Euro Steuergeld in zum Beispiel BioNTech reingeschlagen haben. Und die Frage war ja, hat dann nicht die Allgemeinheit vielleicht doch zumindest ein kleines Mitspracherecht, wenn es um Verantwortung in der Welt geht? Du hast deine Meinung schon gesagt? Also ich glaube, Mitspracherecht im Sinne von, du musst jetzt dein Patent aufgeben, nicht. Aber natürlich, und wir machen das hier ja im Grunde auch, dass wir einen Dialog darüber führen, wie können wir das Problem lösen. Es ist ja nicht so. Wir können darüber reden, wie wir das Problem lösen, aber kratz mir nicht am Eigentum. Kratz mir nicht am Eigentum und glaub nicht, du kriegst eine Beteiligung. Glaub nicht, dass du eine Beteiligung kriegst, obwohl du investierst als Steuerzahler. Das ist nicht. Nein. Verluste vergesellschaften, Gewinne privatisieren. Ja. So, dass wir in der globalen Frage auseinander sind. Wir alle wollen die Covid-Krise überwinden. Ja. Das ist der Punkt. Aber es ist nicht. Aber nicht, indem wir einfach Geld verlieren, Bro. Bro. Da kann schon Covid einfach crazy gehen, einfach. Nicht das Patent. Der Patentschutz. Gesundheit sollte kein kapitalistisches Spekulationsobjekt sein. Dankeschön. Richtig. Das ist das Problem. Sondern andere Probleme müssen gelöst werden. Welche? Die müssen angegangen werden. Welche Probleme, die wir haben, ergeben sich nicht aus dem Eigentum, sprich Patente? Welche? Wo? Du wolltest noch? Ja. Ich glaube schon, das ist ein Hindernis. Und nochmal, ne? Patente sind wichtig. Ich glaube nicht, dass wir den Patentschutz und das System abschaffen sollten. Das ist jetzt kommt Realpolitik. Jetzt kommt Realpolitik so. Na, schau. So, Patente sind scheiße, aber schau mal, wir werden sie nie abschaffen. Ihr seid viel zu cool und viel zu stark. Wir haben keine Chance. Also, wie war das nochmal? Könnt ihr den Stiefel einfach so aus dem Auge ein bisschen so raus verschieben, weil ich brauche mein Auge noch. Also, Alter. Nur es gibt hier und da Situationen, wo er uns nicht hilft, wo er sozusagen auch für die öffentliche Gesundheit tatsächlich vielleicht nicht die beste Lösung ist. Und es gibt weltweit Produktionsstätten, die auch mRNA-Impfstoffe herstellen könnten zu der Qualität, die wir haben wollen. Aber jetzt ist natürlich, es gibt keine Investoren, die, sagen wir mal, die notwendigen Investitionen, die auch in diesen Produktionskapazitäten noch getätigt werden müssten. Geben wir ihnen einfach nochmal mehr Steuergelder? Und sie behalten einfach alles. Was hältst du davon? Diese Investitionen kommen nicht, weil ja immer noch nicht klar ist, dürfen die überhaupt produzieren. Ich glaube, wenn man sagen würde, wir folgen diesem Vorschlag von über 100 Staaten der Welt und den Vereinigten Staaten unterstützt wird und geben die Patente Medikamente, Impfstoffe und so weiter frei in Bezug auf die Corona-Pandemie, dann würden wir Investoren sehen, die tatsächlich in diese Produktionskapazitäten investieren würden und die nötigen Anpassungen somit finanzieren würden. Aber Bernhards Argument ist ja, noch nicht mal als Ultima Ratio kann man noch nicht mal zeitlich begrenzt Patente freigeben, weil man das Vertrauen in den Patentschutz dermaßen beschädigt, dass wir uns damit das nächste und vielleicht viel größere Problem einhandeln. Deswegen gehe ich einen Schritt auf ihn zu, weil also Ultima Ratio am Ende ist es vielleicht doch... Bro, wenn einfach die Leute auf der kapitalistischen Seite nach vorne gehen, machst du alles richtig in deiner Argumentation. Ein Instrument und da... Merkel macht Patente auf. Jetzt. Sagen wir auch, also wir setzen auf die freiwillige Kooperation. Wenn das jetzt nicht kommt, dann müssen wir das nochmal uns genau angucken. Kurze Frage, wie lange wollt ihr denn noch gucken? 2022 und dann oder... Ja, 2022. Also ich würde... Gucken wir, so lange geht, bis ihr einfach versteht, einfach, dass ihr euch hinstellen solltet. Aha, so hat Tupac gerappt, ich verstehe. Gucken wir, so lange es geht, bis ihr dann endlich versteht. Ja, okay. Es ist einfach so,
wir zögern es raus, solange ihr noch Leute seid, die einfach auf der anderen Seite steht und einfach anstatt, dass ihr sagt einfach, erst weg mit euch, Digga, einfach so, ja, darf ich fragen, wo unser Steuergeld geblieben ist? Darf ich, bitte seid mir nicht böse? Solange ihr so redet, werden die so drauf sein. Und es geht bis 2100. Also 2100 geht das. Brauchst gar nicht denken, 22, 23. Das geht in alle Ewigkeit so. Solange ihr einfach euch nicht hinstellt und einfach die ganze Zeit sagt, ja, aber schau mal her, wir werden sie nie dazu bringen. Deswegen Realpolitik. Bitten wir sie einfach nicht. Bittet sie nicht. Wird ewig weitergehen. Sagen, wir sprechen nochmal nächstes Jahr. Wir können die Sendung gerne in einem halben Jahr wiederholen. Vor allem, der Typ ist beim Start. Das ist ja das Schlimmste. Das Jahr ist eine gute Frist. Wie geht's euch nach dieser Diskussion? Mir geht's sehr schlecht. Könntet ihr euch vorstellen, wenn ihr am Drücker säßt, ihr dürftet entscheiden, könntet ihr euch vorstellen, Patente freizugeben als allerletztes Mittel, so wie es Bernhard formuliert, oder als sogar als allererstes Mittel. Vorletztes Mittel, so wie es die grüne Seite formuliert gerade. Siehst du, und das ist der Unterschied zwischen Gelb und Grün. Letztes Mittel und vorvorletztes Mittel. Ja, das ist der Unterschied zwischen Grünen und FDP. Die einen stellen sich hin und sagen einfach, okay, das letzte Mittel ist, wir geben unsere Profite her. Die sagen, okay, es ist das vorletzte Mittel. Wir sind links. So, okay. Könntet ihr euch das vorstellen, ja oder nein? Warum ist das so? Also begründet gerne eure Entscheidung und schreibt es uns in die Kommentare. Ich würde ganz gerne nochmal Manfred dazu holen mit einem neuen Tweet. Ich brauche nichts in Kommentare schreiben, ich mache eine Reaction. Das ist das Erste, was man macht. Stellt sich hin und sagt, was, du willst ein Patent, globale Pandemie, Menschen sterben und du willst profitieren? Echt? So. Das heißt, du möchtest profitieren am Tod von Menschen. Das heißt, Menschen können ruhig sterben. Hauptsache, ich mache meine Gewinne. Weil das ist hier, worum es geht, von Anfang an. Du willst verdienen daran, dass Menschen sterben. Oder dass sie nicht sterben. Und der Punkt ist einfach, hallo. Es gibt ja einen... Das ist die erste und wichtigste Frage, hallo. Vielleicht neuen Impfstoff namens CorbiVax oder CorbVax, erforscht in Texas, ein sogenannter Open-Source-Impfstoff. Vor allem selbst er gibt ja die Möglichkeit, ist es das vorletzte oder das letzte Mittel? Nein, es ist das erste Mittel. Das ist das allererste Mittel im Namen von Demokratie, Menschlichkeit und Humanismus. Was geht? Stoff, der mit Absicht eben nicht patentiert wurde, damit er freigegeben werden kann. Es ist noch nicht ganz klar, wie wirksam er ist, aber offenbar, erste Studien zeigen offenbar eine hohe Wirksamkeit bei gleichzeitig sehr günstiger. Genau, irgendwas mit keiner Krise ungenützt lassen, absolut. Und einfacher Produktion. Das Ganze hat angeblich gekostet 9 Millionen Euro Privatgeld, also vergleichsweise gar nichts. Ist das nun nicht der Beweis, dass wenn man Impfstoffe von der Profitorientierung abkoppelt, sie doch für alle zugänglich sein können? Jetzt stellt er die wichtige Frage. 32 Minuten, holy shit, die hätte man in der ersten Minute stellen müssen. Aber gut, leider haben sie keine echte Diskussion hier. Ah, okay. Kompromiss, ihr behaltet eure Patente, aber bitte gebt uns mehr Impfe dafür. Nein, es gibt keinen Kompromiss zwischen macht ihr Geld mit unserem Leid oder macht ihr kein Geld mit unserem Leid. Da gibt es keinen Kompromiss. Nein, ihr macht kein Geld mit unserem Leid. Was für ein Kompromiss? Ich mache keinen Kompromiss. Und das ist einfach diese Leute, die dann kommen, aber ja, wie in die Realpolitik. Nein, die Realpolitik, wie sie heute stattfindet, wird einfach, mit dem Tod wird nicht verhandelt, richtig. Und es gibt keine an dieser Stelle, so wie immer Leute zu mir kommen, so, aber Erwin, die Realpolitik, Realpolitik bedeutet einfach nur, du kriegst denen in den Arsch, die einfach schon das Falsche tun. Das ist einfach alles, worum es geht bei Realpolitik. Wenn jemand das Wort Realpolitik sagt, kriegt er einfach denen in den Arsch, die einfach tatsächlich schon die falsche Politik machen. Und das mag ich einfach nicht. Ja? Ich glaube, dass es gut ist, dass wir zunächst einmal diese Technologie, die schon sehr alt ist, auch einsetzen, um Impfstoffe zu entwickeln. Dass das jetzt freigegeben wird, finde ich auch in Ordnung. Diese Impfstoffe, von denen du jetzt gesprochen hast, also diese rekombinanten, ja, proteinbasierten Arzneistoffe, die sind deshalb eine Chance, auch für die gesamte Welt, weil sie auch leichter hergestellt werden können. Diese Technologie kann man viel leichter auch in weniger industrialisierten Ländern herstellen. Deshalb ist alles daran zu setzen, dass das auch vorangetrieben wird. Ich warne nur... Ja, Realpolitik, weil du sagst, wir nehmen einfach die Realpolitik und schieben sie woanders hin.
Realpolitik, also die Realität ist, hier wird einfach Profit gegen Tod ausgespielt. Das ist das Einzige, was real ist. Politik in dieser Realität zu machen, bedeutet, sich entschieden dagegen zu stellen und zu sagen, Profit wird nicht durch Tod von uns aufgehoben und relativiert und gleichgesetzt und entgegengesetzt. Hallo, was ist denn? Geld oder Leben? Das ist hier die Frage. Ja? Was ist los? Davor zu sagen, dass das jetzt sozusagen das Alleinseligmachende ist, gerade bei diesem konkreten Beispiel, mit Blick auf das, was wir uns wünschen, wirksame, sichere und in der pharmazeutischen Qualität auch entsprechende Impfstoffe zu haben. Mir fehlen da noch viele klinische Daten, die tatsächlich belegen, dass die Wirksamkeit da ist. Aber grundsätzlich ist gegen diese Entwicklung nichts zu sagen, weil es auch ein wichtiger Schritt ist, um die Pandemie zu bekämpfen. Aber die Qualitätsstandards sollten in allen Belangen, die ich genannt habe, eingehalten werden. Es ging nicht um Qualität. Die Frage war anders formuliert. Ich entschuldige mich, aber ich muss nochmal die Frage raussuchen. Die Frage war eine andere. Könnten Impfstoffe für alle zugänglich sein, wenn man sie von der Profitorientierung abkoppelt? Das ist die Frage, die du hier vollkommen ignorierst, weil sie dir wehtut, sie anzusprechen. Weil du weißt, dass du dafür kein Argument hast, außer zu sagen, lieber sterben Leute, als ich profitiere nicht. Und das kannst du nicht sagen. Aber dorthin muss man dich bringen, dass du dich entscheidest. Aber grundsätzlich ist gegen diese Entwicklung nichts zu sagen, weil es auch ein wichtiger Schritt ist, um die Pandemie zu bekämpfen. Aber die Qualitätsstandards sollten in allen Belangen, die ich genannt habe, eingehalten werden. Ja, die Qualitätsstandards. Es geht nicht um Qualitätsstandards. Es geht darum, ob es demokratisch allen gehört oder nur dir. Das ist die einzige Frage. Niemand hat von Qualität, ist eine ganz andere Frage. Die hat mit dem nichts zu tun. Okay, jetzt haben wir... Verstehst du? Wenn Sie ablenken vom Thema, so wie die anderen mit Kolonialismus, dann lenken Sie vom Thema ab, um davon einen Vorteil zu haben. Wenn auf unserer Seite vom Thema abgelenkt wird, dann haben wir einen Nachteil davon. Das ist einfach, ja. Es ist so, die Rechten haben einen Vorteil gegenüber Linken, okay? Nämlich, sie können vom Thema ablenken. Sie können einfach Scheiße labern. Weil es läuft schon alles so, wie es läuft. Kapitalistisch. Du musst nur vom Thema ablenken und alles läuft weiter wie bisher. Wir haben das Problem, wir müssen auf das Thema hinweisen. Wir müssen einfach den Rahmen verdichten. Sie müssen den Rahmen sprengen. Sie müssen einfach immer weiter rausgehen und einfach sagen, hey, was ist mit diesem Schmetterling da? Hey, schau mal, da steht ein Baum. Ja, wir müssen sagen, vergiss den Baum, vergiss den Schmetterling, was ist mit dem Eigentum? Ja. Das ist die Frage, auf die wir hinaus müssen. Machen wir aber nicht. Also wir schon, aber die nicht. Ja. Ein paar sehr konstruktive Vorschläge hier schon ausgetauscht. Ihr steht auch relativ weit vorne. Manfred ist so auf halber Höhe, noch nicht ganz vorne, ist aber auch gar nicht schlimm. Jeder darf hier stehen, wo er will oder wo sie will. Wir wollen jetzt in die Kompromissrunde gehen. Ich mache mal einen Kompromissvorschlag, der sagt, wenn das ärgert mich. Der Staat, wie zum Beispiel im Falle von BioNTech, eine gehörige Menge Geld in die Hand nimmt und es geht um Gesundheitsprodukte und zu diesem Zeitpunkt wusste man auch, wir laufen in eine Pandemie rein, wir nehmen ganz viel Geld in die Hand. Warte mal, habe ich das richtig verstanden, dass jetzt niemand von Ihnen auf die Frage, ob sozusagen eine Demokratisierung des Impfstoffs, nämlich die Profit, also wenn wir Profite auflösen, ob dann das Ganze nicht besser funktioniert. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass beide Seiten absolut nichts dazu gesagt haben? Der eine hat sich rausgeredet, die anderen haben einfach nur die Fresse gehalten und einfach gesagt so, das ist eine schwierige Frage. Und machen und BioNTech ruinieren? Nein, ist nicht nein, vergesellschaften, nicht ruinieren. Vergesellschaftete Betriebe, ja, vergesellschaftete Betriebe funktionieren besser als Betriebe, die im Privateigentum sind. Ja. Warum nicht? Damit ruinieren. Also Demokratie ruiniert alles, die Diktatur gut, laut dir. Weil was? Okay, interessant. Uns vertraglich ein ganz kleines Hintertürchen. Wir kommen in eine Notlage, wie wir sie jetzt haben. Dann hätten wir so eine Art Vorkaufsrecht auf eine Lizenz zum Beispiel. Niemand soll dabei arm werden. Also BioNTech schon mal gar nicht und auch die ganzen Zulieferer nicht. Aber wir hätten eine kleine Chance zu sagen, wir schnappen uns jetzt 3, 4 Lizenzen und geben sie günstig weiter in die Welt. Das ist der Kompromissvorschlag. Wenn ihr sagt, finde ich gar nicht so schlecht, würde ich einen Schritt vorgehen. Oder wenn ihr sagt, kann ich nichts mit anfangen, bleibt ihr stehen oder geht sogar zurück. Bernhard geht nach vorne.
Ich gehe nach vorn. Du bist so halb nach vorne? Ja, bitte. Ich bin nach vorne gegangen. Ja, schau, nehmt alle Anlauf und umarmt den Moderator, Digga. Ja, weil da natürlich der Konsens drin steckt. Und das Unternehmen, was die Fördermittel annimmt, muss sich ja und hat Juristen, die sich die Verträge durchlesen. Genau. Demokratie ist eine Illusion. Genau deswegen gibt es auch so viele davon, weil das so gut funktioniert. Und wenn Sie mit dieser Bedingung einverstanden sind, dann... So, ihr könntet euch schon ein bisschen so mit den Fakten beschäftigen da draußen. Das wäre schon ein Anfang. So. Sind Sie freiwillig dabei? Ja, das ist ein Geben und Nehmen. Genau, sonst finden die Leute doch Wettbewerb so toll. Warum haben sie Angst, wenn auch andere Unternehmen als BioNTech Impfungen machen? Ja? Aber BioNTech schreibst du immer... Und das ist für mich das Entscheidende, dass es eben konsensual in einer Partnerschaft ist. Deswegen vorher, es ist ein ultrakomplexer Vertrag, den man aufsetzen müsste. Ist ja wahrscheinlich sowieso, ne? Und genau. Dann kommt da halt noch eine Seite mehr drauf und da steht das drin. Und das ist, wenn es im Vertrag geregelt ist, total in Ordnung. Gut. Du bist auch so ein bisschen nach vorne gegangen, wäre eine Möglichkeit. Ja. Du findest das nicht so gut. Warum nicht? Ja, ich hänge einfach auch noch mal an diesem Aspekt von Konsens. Und mit der Frage, wer eben den bestimmt und wessen Interessen da im Vordergrund stehen. Und auch nochmal, wir sprechen ja heute wirklich über die globale Perspektive, nicht ausschließlich über die deutsche. Deshalb bin ich mir nicht sicher, inwiefern praktisch ein Konsens basierend auf den Interessen eines deutschen Staates und eines deutschen Unternehmens wirklich die globale Perspektive im Blick behalten kann. Hm. Fair enough. Fair enough. So, jetzt seid ihr dran. Jeweils steckt doch mal ein bisschen die Köpfe zusammen, Corona-gerecht natürlich, also jeweils in euren Gruppen. Denkt euch mal 2-3 Minuten was aus, vielleicht einen Satz, einen Vorschlag, womit ihr die anderen überzeugen könntet. Merkt euch bitte eure Position, ja, damit wir ungefähr wissen, wo wir waren. Und jetzt geht's los. Wenn starken Staaten prepared sind, sondern dass wirklich tatsächlich die Welt... BioNTech wird ja natürlich lizenziert. Ja, spannende Diskussion, wie immer. Also wir sind uns absolut einig, dass wir ganz viel gleichzeitig tun müssen, um mehr Impfstoff weltweit zu verteilen. Das ist das unbestrittene Ziel. Und dazu müssen wir, wie gesagt, mehr Impfstoffe in die internationalen Verteilungsmechanismen wie COVAX geben. Wir müssen auch mehr Produktionsstätten aufbauen. Dazu setzen wir immer noch auf Kooperation mit der Industrie. Ja, und auf Unterstützung der Systeme vor Ort. Und wo wir nicht ganz beieinander sind, ich habe ja eben schon gesagt, wir würden uns das einen bestimmten Zeitraum noch angucken und müssen dann evaluieren, ob wir mit der Wie Stefan, Vorschlag gelb. Können wir uns darauf einigen, dass wir weiterhin auf die freiwillige Kooperation der Industrie setzen? Das heißt so, bitten wir Sie nett zu sein und eine staatlich erzwungene Patentfreigabe nur diskutieren, wenn die Unternehmen nicht mitziehen. Das heißt, nicht so, wenn die Unternehmen nicht mitziehen, dann unternimmt der Staat etwas, sondern dann diskutieren wir. Das heißt so, lassen wir einfach die Industrie machen und wenn sie Nein sagen, dann reden wir. Das heißt, wir tun dann nichts, sondern wir reden dann einfach. So, wir diskutieren einfach darüber, wie sie nichts tun. Okay, also, aber das machen wir jetzt schon. Also Kompromiss ist, es bleibt, wie es ist. Okay. Ja, klar, natürlich. Also mein Kompromiss ist, alles bleibt am Alten. Ja. Freiwilligkeit weit wirklich zum Ergebnis kommen. Und wenn wir merken, dass die Unternehmen nicht mitziehen, dann müssen wir vielleicht nochmal über diese Frage gesondert nachdenken. Da bist du nicht ganz einig. Du bist radikal dagegen, richtig? Ich bin jetzt nicht gegen diese Vorschläge. Ich sage nur, dass der Patentschutz nicht das Problem ist, sondern wir haben andere Probleme, ja, die gelöst werden müssen. Dass wir hier in einem Boot sitzen und nicht sozusagen alleine agieren können, ist auch völlig klar. Wir müssen solidarisch agieren, weltweit. Ich glaube, ich muss... Aber nicht, wenn wir auf unsere Profite verzichten müssen. Weil dann fange ich an zu zittern. Zittern nicht! Das einfach vor unserem Konsens nochmal sagen, weil du ganz klar jetzt nochmal gesagt hast, dass Patentschutz und das Patentrecht nicht das Problem ist. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass Patente nicht die einzige Lösung sind. Aber auch diese Pandemie ist nicht die letzte. Und es gibt auch nach wie vor andere Krankheiten, über die wir blendend sprechen könnten, wo eben doch das Patentrecht
mit eine Verantwortung irgendwo hat dafür, dass wir da sind, wo wir sind. Okay. Was ist euer Vorschlag? Wie kommen wir möglichst schnell aus dieser Pandemie heraus? Und da denke ich, sollten wir tatsächlich sollte die Bundesregierung... Vorschlag Grün, können wir uns darauf einigen, dass der TRIPS-Waiver auf jeden Fall kommt, wenn die Privatindustrie das Problem nicht innerhalb einer gesetzten Frist löst? Also sie sagen auch, die einen haben gesagt, die Industrie, die Unternehmer, die Profiteure sollen einfach machen, wie sie immer machen. Scheiß drauf, Digga. Und wenn sie es nicht machen, ja, dann diskutieren wir. Die Grünen sagen in dem Moment, pass auf, wir diskutieren nicht, sondern wir machen dann diesen Waiver, wo wir einfach so ein paar Dinge durchwinken. Wenn sie nicht selber einfach tun, was sie wollen, sondern für eine kurze Zeit einfach drücken wir ein Auge zu und so. Ja, was für ein Kompromiss, yo. Was für ein Kompromiss. Sollte die eigentlich, dieser Kompromiss ist super, aber ich sage, die andere Seite wird nicht darauf eingehen, weil wenn du in einer Verhandlung kommst und einfach sagst, das klingt wie EU-Taxonomie, ohne Scheiß. Wenn du so einen Vorschlag in einer Verhandlung machst, wenn der eine sagt, was hältst du davon? Wir treten dir ins Gesicht. Und die anderen sagen, was hältst du davon? Du trittst mir ins Gesicht, aber du ziehst Stiefel mit einem nicht so harten Profil an. So vielleicht Samt unten an der Sohle. Ja? Und sagt der andere, mach mal Plastik. That's it. Die Europäische Kommission sollte die Regierung der Vereinigten Staaten und alle anderen einfach tatsächlich die Privatindustrie in die Verantwortung nehmen und sagen, da ist. Liebe Freundinnen und Freunde, ihr schafft jetzt in den nächsten 3 bis 6 Monaten die Voraussetzungen, dass wir gar nicht mehr über diesen TRIPS-Waiver reden müssen. Wenn das aber nicht passiert, dann reden wir über den TRIPS-Waiver und dann kommt der TRIPS-Waiver, weil so kann es einfach nicht weitergehen. Es ist nicht mehr möglich, dass wir Business as usual machen. Wir sind ganz böse mit den Unternehmen. Die Unternehmen sollen ein Gewissen entwickeln und ein bisschen Verantwortung übernehmen. Come on. Übernehmt Verantwortung, Betriebe. Wir wollen nicht demokratisch bei euch mitbestimmen. Wir wollen uns nicht demokratisch an euch beteiligen. Wir wollen euch einfach auch keine Regeln aufdrängen. wir wollen einfach gar nichts machen. Wir bitten euch nur inständig. Denkt daran, ihr habt eine Verantwortung. Hallo. Ja, das ist ein bisschen so wie im Kindergarten. Ja, der Kindergartenerzieher stellt sich einfach hin und sagt, jetzt hört auf, miteinander zu streiten. Und wir wissen, was dann passiert ist, die Kinder hören auf, miteinander zu streiten, entschuldigen sich beieinander, reichen sich die Hand und geben sich ein Bussi. Und da hat die Privatindustrie ihre Verantwortung zu tragen. Ich fasse jetzt mal zusammen, ob ich dich richtig verstanden habe. Eigentlich ist es doch relativ einfach, was du sagst. Industrie, Achtung, wenn ihr keinen TRIPS-Waiver wollt, löst das Problem. So schnell wie möglich. Weil sonst schauen wir ganz, ganz böse auf euch. Weil die einzige Frage, die sich hier stellt, ist, was, wenn die Betriebe das nicht machen? Was tust du dann, Grüner? Was tust du dann? Nett bitten? Das hast du gerade jetzt gemacht. Was tust du dann? Weil sie werden es nicht tun. Spoiler. Also ich möchte ja jetzt deine Hoffnungen nicht nehmen. Aber Spoiler, sie werden nicht auf dich hören, Bro. Weil es geht um Profite. Also sie sind bereit auf tote Menschen, also sie sind bereit, tote Menschen zu akzeptieren für ihre Profite. Und alles, was du sagst, ist einfach so, also wenn ihr jetzt nicht spurt, was dann? Da ist ein Typ vom Staat auf der anderen Seite, der sagt einfach, wir sind auf der Seite der Unternehmen. Was machst denn du eigentlich? Was tust denn du? Böse schauen, ja, wahrscheinlich. Androhung. Schon, also, weil wir uns in so einer Notlage befinden. Ja. So. Ich muss ein bisschen androhen. Was hast du eigentlich angedroht? Du hast nichts angedroht. Du hast nichts gesagt. Du hast einfach gesagt, komm schon, mach schon, bitte. Ja, nur verstehe, habe ich richtig verstanden. Genau. Ja, gut. Ihr beiden habt ja so ganz ähnliche Sachen eigentlich gesagt. Du bist nach vorne gegangen. Ich bin nach vorne gegangen. Ich bin mit 99% einverstanden. Ich bin total dabei, dass die Industrie eine Verantwortung hat. Das weiß die Industrie auch. Das es weiß gibt viele die Industrie. Aber es muss noch mehr. Das weiß die Industrie. Aber wenn sie das weiß, warum kommt sie dem nicht nach, Junge? Steve Jobs.
geben. Und vor allem müssen wir diese Ergebnisse sehen und in kurzer Zeit. Ja, ich glaube, gemischte Gefühle. Ich finde es natürlich den Gedanken schön, dass es irgendwo ein gemischte gleiches Gefühle. Ziel gibt. Aber ich glaube schon, dass die Vorstellung... Gleiches Ziel gibt es. Wow, okay, gleiches Ziel. Echt, wirklich, wow. Der Wege von uns beiden zumindest sich schon so ein Stück weit unterscheiden. Ich glaube, das, was ich heute gelernt habe, ja, war auch, dass wir sozusagen bei der Bewertung der aktuellen Situation beispielsweise die Geschichte nicht außer Acht lassen dürfen. Das hast du ja sehr stark eingebracht. Und ich finde, das sind Aspekte, die müssen wir ernst nehmen. Und ich gebe ehrlich zu, vor der Sendung habe ich mir darüber nicht so viele Gedanken gemacht. Na, jetzt nach der Sendung mache ich mir da mehr Gedanken. Jetzt habe ich mehr Gedanken, die ich ignorieren kann. Die Musik ist auch toll. Danke, dass du das sagst. Ja, die Musik ist toll, die soll gar nicht beeinflussen. Weil es ist nur dann die Sache wirklich lösbar, wenn wir diese Aspekte mitnehmen. Eigentlich sind wir... Bro, wenn der Ukulele spielt, dann kommt bald der Regenbogen. Da erscheint bald der Regenbogen und der führt dich zum Goldschatz. Nur an einer Stelle noch auseinander, nämlich wie lange geben wir der Industrie Zeit, das Problem mit ihren Mitteln in Partnerschaft zu lösen? Und das war ein sehr gutes Gespräch, sehr gute Diskussion. Ja, ich kann das nur zurückgeben, also ich fand generell die Diskussion war... Gebt die fucking 400 Millionen zurück! Ich kann das nur zurückgeben. Digga! Wie schön, dass ihr euch einig seid. Wie schön, dass ihr euch einig seid. Seht ihr? Hier sind zwei Arten von Neoliberalen vor euren Augen. Der eine ist eher so ein bisschen konservativ, hat sich den Hemdkragen nicht aus dem Pulli rausgeholt. Der andere hat ein Designer-T-Shirt. Das ist der Unterschied zwischen so, keine Ahnung, so FDP und Grüne. Das ist der Unterschied zwischen SPD und Grüne. Der Unterschied zwischen CDU und Grüne. Aber CDU nicht ganz, also CDU würde anders ausschauen. Aber SPD oder FDP, keine Ahnung. Junge. Auf einem sehr hohen Niveau, wir haben sehr konstruktiv miteinander gesprochen, haben durchaus... Was für Ampelmänner, ja. ...noch unterschiedliche Standpunkte vertreten, das war uns klar. Aber schön und wichtig ist tatsächlich meiner Meinung nach gewesen, was rauskam. Was kam raus? Dass wir alle ein Ziel haben. Welches? Dass überhaupt nicht hinterfragt wird, dass wir... Ja, dass überhaupt nicht hinterfragt wird. Wir haben ein Ziel, das nicht hinterfragt wird. Kapitalismus, Profite. Die so schnell wie möglich beenden müssen und dass der Weg dazu ist, tatsächlich allen Menschen weltweit Zugang zu Impfstoffen zu gewähren. Herzlichen Dank für dieses... Der Unterschied zwischen Unternehmensberater und Grassaftverkäufer aus Berlin-Mitte, ja. Ja. Wenn ihr jetzt zu Hause... Eigentlich keiner, beide wollen Profite machen. Ja. Sagt, Mensch, ich habe richtig was gelernt, schreibt es in die Kommentare. Oder wenn ihr sagt, alle vier liegen komplett falsch, auch das könnt ihr gerne hinterlassen. Ganz herzlichen Dank. Die 13 Fragen zu Impfpatente freigeben, ja oder nein. Danke. Danke. Super. Super. warte, das muss ich sehen, wie sie sich lieb haben. Ich denke, es ist klar geworden, einen wollen Menschenleben retten und die anderen wollen... Der Typ hat sich so gefreut, der ist mit einem Fistbump hingegangen, Digga. Wenn ein Kapitalismusfreund mit einem Fistbump auf dich zuläuft, einfach so mit Ansage, so... Da musst du dir denken, wie glücklich der ist, dass er nicht zittern musste. Für kurze Zeit gab es diese Frage des Eigentums. Für diese kurze Zeit hat er einfach sein Leben vor seinen Augen ablaufen gesehen. Jetzt ist er so fucking erleichtert, dass das nicht in die Tiefe gegangen ist und gesehen hat, dass die anderen Typen auf der anderen Seite auch kapitalismushörig sind. Digga, dass er sie gleich fistbumpt. Yo, Wahnsinn. Nur Profite maximieren, der macht es sich etwas zu einfach. Die Diskussion ist um einiges komplexer. Auf der anderen Seite ist klar geworden. Danke. Was? Danke. Was Super. Hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ich denke, es ist klar geworden, wer behauptet, die einen wollen Menschenleben retten und die anderen wollen nur Profite maximieren, der macht es sich etwas zu einfach. Die Diskussion. Ja. Ja. Das ist, was wir davon kriegen. Das ist, was wir davon kriegen. Dass der eine sich, dass dieser Typ sich jetzt hinstellt und sagt, es geht eben nicht um Profit oder Tod. Es geht eben nicht alles, was ich erzählt habe, was die linke, die einzige linke normale Position ist. Nämlich der Punkt, dass du dich einfach hinstellst und einfach sagst, hier geht es einfach nur darum,
Profit oder Tod, ist, dass er sich jetzt hinstellt hier am Ende, wegen dieser Losten-Diskussion und verkaufen kann an alle Leute da draußen, es geht gar nicht um Profit oder Tod. Um was geht's denn? Um was geht's denn, du Justus? Um was geht's denn? Natürlich geht's um Profit oder Tod. Natürlich geht es um Profit oder Tod. Und aus welchem anderen Grund gibt es Patente außer aus Profitgründen? Nenne mir einen einzigen Grund, warum es Patente gibt außer Profit. Einen. Einfach nur einen. Einfach nur einen. Wirklich einen einzigen. Come on, einfach. Wenn im Zweifel wirklich immer das Gegenteil annehmen von dem, was der Typ da sagt. Ticker einfach. Ist um einiges komplexer. Auf der anderen Seite sehen wir, wirklich? Die internationale Staatengemeinschaft hat bei der Impfstoffverteilung Probleme. Ach, wirklich? Prinzip freiwillig. Warum haben wir bei der Verteilung Probleme in der internationalen Staatengemeinschaft? Ha? Wieso habt ihr das nicht diskutiert? Wieso haben wir die Probleme? Zieht offenbar nicht ganz. Ich persönlich glaube, Staaten sollten durchaus in die Lage versetzt werden, zumindest milde, zumindest in diesen weltweiten Ausnahmesituationen stärker in den Markt eingreifen zu können. Wenn euch Digga, du lehnst dich weit aus dem Fenster. Pass auf, dass die SPD dich nicht rekrutiert. Wahnsinn einfach. Unglaublich. Es geht um Gesundheitsbereich und nicht um Musik oder ein Videospiel. Warum sind wir nur so? Yep, das... Pff.